Hallo, hier ist Hennes Bender und ihr hört die Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Das ist die Eskalationsstufe Frankfurt der Comic Cookies mit Gordon, Patrick, Monsieur Legende. Oh Gott. Hallo, hier ist der Andi. Ich selber. Und mein Name ist Anaconda Jackson. Und mein Name ist Steffen. Und es geht weiter mit dem lieben Monsieur Legende. Ich habe nichts zu erzählen. Andi, hast du was zu erzählen? Wie war heute die Signierstunde? Ja, es war wunderschön. Ja, wir waren gerade im T3 beim Ecki. Wer kennt ihn nicht? Frankfurt, ja. T3. Frankfurt am Main, genau, Comicladen. Da habe ich mit dem Kollegen von Kultcomics, Holger Klein, eine kleine Signierstunde gemacht. Und es war wunderschön. Viele bekannte Gesichter, was mich wundert, weil ich bin ja aus München, nicht aus Frankfurt. Ja, und es war einiges los. 2 Stunden lang, glaube ich, durchgezeichnet. Ja, also sogar ein bisschen drüber, oder? Ich musste ein bisschen überziehen, weil ich so langsam zeichne auch. Ach so, ja, das ist jetzt die subjektive Zeitwahrnehmung, das ist blöd. Ja, aber der Außenzustand stand und zugeschaut hat, für den ging die Zeit schneller rum. Also du hast gar nicht so lange überzogen für den, der zugeguckt hat. Ja, ich fand es, wie gesagt, eigentlich nett, aber eigentlich bin ich jetzt hauptsächlich hergekommen, um mit euch noch ein Bier zu trinken hier und ein bisschen zu quatschen. Sehr gut, Prost. Ja. Jawohl. Oh, nichts zu trinken mehr. Zur Tischmitte. Sind ja nicht nur Zeichnerkollegen da, wie der Sascha, der Gordon und der Steffen auch. Und ich, deine künstlerischen Output kenne ich noch nicht, aber auch Podcast-Kollegen hier vom Telestammtisch. Das freut mich sehr. Und von den Comic-Cookies. Ja, da kann ich nämlich von Kollegen sprechen. Ach so, noch nicht, ja. Noch nicht. Jetzt bist du dabei. Jawohl, ab jetzt. Ich dachte, ich bin nur Gast. Du hast noch keinen Stammtisch, Stammsitz. Was? Stammstuhl? Der Stammstuhl. Das klingt nach einer ganz, ganz üblen Verdauungsstörung. Das ist ein Minimum, was kommt. Das Stammstuhl. Auf die andere Seite. Das geht auch. Das geht beides, gut. Ja, und vielleicht, dass die Zuhörer sich das noch besser vorstellen können. Wir sitzen hier draußen in Frankfurt bei den 12 Aposteln oder so, in so einer Wirtschaft, draußen im Biergarten. Also alle die Leute, die um uns herum sitzen, die werden sich hier gleich wundern. Hashtag no ad. Keine Werbung. Ach Gott. Echt? Ich habe ja nicht gesagt, ob es mir hier geschmeckt hat oder so. Eben. Da spricht ihr ja gerade deinen phallusähnlichen Gegenstand. Ja, schwarz. Steffen mag das. Schwarz, groß, hart. Und leuchtet mit dem roten Punkt hier vorne. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Wie so ein Burg. Ja, wollen wir noch was? Hat jemand von euch den Comic, den ich heute gezeichnet habe, signiert habe, schon gelesen? Noch nicht. Da meldet sich jemand. Die Nullnummer. Ist die Nullnummer das, was ich gelesen habe? Ich habe auch die Nullnummer gelesen. Ah. Ja, genau. Und ich habe das Hörspiel zum Geldsammeln gehört. Wie heißt der Comic und wie viele Bände gibt es bisher schon? Hörspiel zum Geldsammeln? Ihr habt doch Geld gesammelt und dazu habt ihr so einen Hörspiel-Teaser gemacht und sowas. Ach, du meinst Start Next? Ja, genau. Ich dachte, du wärst irgendwie in der Fußgängerzone Geld sammeln und hast dazu... Das habe ich auch gemacht, da habe ich das dann versucht nachzuspielen. Okay. Ja, der Comic heißt Bountyless, so viel dazu. Und da gibt es jetzt den ersten Band eigentlich bei Kult Comics erschienen. Es gab nur letztes Jahr eben schon ein Prequel, das sogar im Eigenverlag rausgebracht. Das war also die Vorgeschichte. Das hatte noch keinen Buchstaben auf dem Rücken vom Comic. Doch, doch. Auch B. Die Prequel hatte das B und das ist jetzt das O. Genau. Das ist immer ein bisschen verwirrend, den Leuten zu erklären, weil auf dem zweiten Teil Teil 1 steht. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist aber nur, das kommt darauf an, von welcher Seite man ausliest und zählt. Das ist okay. Die Leute, die das mir schon öfters zuhören, die haben da Schwierigkeiten. Hier steht 1 und 2. Ist eine Zuschauerfrage erlaubt? Zuschauerfrage? Ich war sehr begeistert von dem Start Next. Ja, ich, ich führe ein. Das Vorspiel, ich ersetze das Vorspiel nicht durch Anlauf oder Tränen, wie in deinem Fall, lieber Steffen. Die zwei kennen sich. Also, der Trailer, den du zu Bountyless gemacht hast, der animierte Trailer hat mich schwer beeindruckt. Wie ist der entstanden? Hey, Grüße gehen raus an die liebe Julia, die hat den animiert. Also ich habe ihr einfach die ersten 3-4 Doppelseiten geschickt und die hat ihr dann mit After Effects so ein bisschen animiert. After Effects. Das wird voll professionell, sieht richtig geil aus. Ja, und dann haben wir den noch schön nachvertont und mehr gibt es dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Wer hat den vertont, du selbst mit? Nee, der Hank Fleming, ein deutscher Synchronsprecher, der unter anderem auch schon bei Arrow gesprochen hat. Der kann das richtig. Der kann das. Ja, das ist von Vorteil.
Ja, das war schon, hat Spaß gemacht. Vertonen ist eh eigentlich immer am lustigsten. Aber wollt ihr mehr vertonen, also was ich hörspiele? Ah, das wäre natürlich schon witzig, aber es ist natürlich auch jetzt alles nicht umsonst. Ihr kennt zwar so, die Lieder und so, aber da muss jetzt schon mal ein bisschen Kohle rüberwachsen. Und da viel oder ganz viel? Oder geht's? Es geht. Gut, dann macht das nächste Mal ein Crowdfunding, um Geld zu sammeln, um das Hörspiel zu machen, damit ihr fürs Crowdfunding ein Hörspiel-Teaser machen könnt. Und wenn das Geld da ist, dann macht ihr ein größeres Crowdfunding, um mehr Geld zu machen, um ein großes Hörspiel zu machen. Ich bin ausgestiegen. Ja, das ist normal bei Ihnen. Naja, aber das war ja relativ wenig. Da gab es ja keine große Handlung. Was passiert denn im Comic, Andi? Ich glaube, das ist eine ganz innige Beziehung zwischen einem Mann und seinem Tier. Und es ist Weltraum. Und ich denke, es ist ein Abenteuer. Und ich würde behaupten, Genre, Space Comedy. Ja. So würde Donald Trump Auffragen beantworten. Ich denke, das ist Space Comedy. Aber Genre, ja doch, ich meine, aber Action Space Comedy. Action Space Comedy for Boys. Mit guter. And Girls. Musikalische Malung. Es gibt ja zudem, das ist ja einer der wenigen Comics vom Andy, zu denen es ja letztlich noch keinen offiziellen Soundtrack gibt. Ne? Noch nicht. Wenn der zweite Teil von dem Calamari-Kult, das ist ja der Untertitel von dem Bountylus-Dings, wo jetzt der erste Band erschienen ist, und die neue Apron-CD, das ist ja diese Münchner Band, mit der ich schon den Punch-Comic und den Auf dem Ponyhof-Comic gemacht habe. Und das sind immer Comics zu der CD, zur aktuellen CD von dieser Band dazu. Und wenn der zweite Band rauskommt, wird auch die CD rauskommen. Klingt auch cool. Und die haben halt dann 12 Songs und deswegen bereisen die Nihil und Quattro in dem Comic ja auch 12 Planeten. Deswegen behandelt jeder Song einen dieser Planeten. Ach, das ist... wir auch bei den 12 Aposteln. Oha. Ha. Deshalb. Jetzt schließt sich der Kreis. Alibaba und die 12. Genau, das ist auch, ein bisschen politisch, gell? Weil die Texte bei Apron und so, die sind ja teilweise auch ein bisschen sozialkritisch und so. Und es ist ja kein Zufall, dass die dann auf irgendeinem Planeten landen, wo es halt nur noch den... wo so zwei Ölmogule sich da bekriegen und sonst keiner mehr drauf wohnt, weil die ganze Insel, die ganze Planet ist schon zugebaut und die bekriegen sich da zu zweit irgendwie. Und der eine hat so einen Putin-Einschlag und so. Ist auf jeden Fall schon auch ein bisschen an der Realität angelehnt alles. Ist das eine Spur lustig oder ist es gar nicht lustig? Es ist saulustig. Die Comics dazu, liegen die dem Tonträger bei oder wo kriegt man die Comics zu den Musikprojekten? Ja, die kann man bei mir auf den Messen kaufen oder bei Kultcomics im Internet. Bist du oft viel? Ach, du meinst jetzt die Musik, ob die Musik witzig ist? Das Projekt, also das beides sozusagen. Der Comic ist witzig, die Texte, also die Songs, das ist ja so Metal-Richtung, die sind schon auch mit so einem Augenzwinkern, die sind schon ganz witzig. Kann man sich mal anhören mit deutschen Texten, die sind nicht feier. Ich glaube, er möchte wissen, ob man das irgendwie im Bundle kaufen kann oder so. Das kann man dann, ja. Also ich habe immer ein paar CDs auch auf den Messen dabei, kann man sie auch zu zweit kaufen. Also gut. Also wenn man zu zweit kommt, kann man sich sowas kaufen. Richtig. Das ist aber schön. Du willst Partnerschaften unterstützen, das wird hier gefördert. Du musst halt noch einen zweiten finden. Die Politik hat das ja lange Zeit vernachlässigt, sind wir nehmen jetzt wir die Comiczeichner. Sehr gut. Noch eine Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage. Der Comic ist ja doch recht dick. Wie viele Seiten hat der? 140. Boah. Wie lange hast du gebraucht, um diesen Comic umzusetzen? Es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir haben halt damals angefangen und eigentlich der komplette Comic hatte dann 300 ungefähr. Und weil das noch so in weiter Zukunft war, habe ich ja dieses Prequel gemacht, um schon mal so ein bisschen Promo zu machen für das ganze Projekt. Und da steht in einem Panel irgendwie, glaube ich, März 2017 oder so. Also 2 Jahre sind wir da schon dran, aber wir haben halt auch schon irgendwie 60-70% von dem zweiten Band jetzt. Also es ist schwer zu sagen. Du bist irgendwie voll fleißig, oder? Ja, mir wird ja eh so Strebertum unterstellt wegen diesen Halloween-Geschichte schon da hier. Du und der Marek, echt. Ihr zwei. Nur am Aufzeigen im Klassenzimmer, die beiden. Ja, ihr macht den anderen Comiczeichnern so schwer. Ich mache auch sonst nichts. Ich mache keinen Sport. Ich mache sonst so, ich weiß nicht. Als Comiczeichner macht man, glaube ich, keinen Sport. Nee. Und was macht man sonst in seiner Freizeit? Über Filme schauen. Das mache ich schon auch noch. Ja. Ach du Scheiße, ich gucke nicht mal Filme. Aber ich habe weniger Zeit als alle anderen zusammen. Aber das ist schön. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich sehr faul bin, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich fleißig bin. Das freut mich schon mal. Hast du das Interview schon genommen? Naja, man hat auch was geschafft. Man kann es jedem hinterher zeigen. Man kann es selbst nochmal lesen, falls man vergessen hat, was man geschaffen hat. Wenn das Gedächtnis schwach wird, liest man nochmal. Punch war ja auch irgendwie noch ein Stück weit, glaube ich. Da gab es auch noch die Connection zu Plem Plem in irgendeiner Form, oder? Ja, da kam der erste Band. Das ist halt immer ein bisschen schwierig mit dieser Band gewesen, weil da haben wir halt auch... Er hat damals zu der CD angefangen, diesen Comic zu machen, und dann hat irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam,
mit Plemplem die Connection, aber da haben wir halt die Einzelkapitel als Einzelhefte erstmal irgendwie veröffentlicht und da kam der erste Band raus, also der erste Heft hier, der erste Heft und dann das zweite Heft. Und die erste Heft, bitte. Genau, und dann war leider die CD fertig und dann haben wir den Komplettband halt, wollten wir rausbringen und der Plemplem-Mann hat natürlich gesagt, hey, ihr Wichser, wir wollten noch 6 Einzelhefte rausbringen und dann haben wir halt gesagt, ja, sorry, CD fertig, Komplettband und dann haben sich unsere Wege getrennt. Da war der eine wohl ein bisschen unflexibel dem anderen gegenüber. Ja, ich verstehe da beide Seiten. Also ich fand es auch schwierig, weil ich wusste jetzt auch nicht, was man da machen soll. Weil die Band wollte halt zu der CD dann den Komplettband verkaufen und der Fan wollte ist. Diese Einzelteile verkaufen. Und ach! Wie ist denn der Komplettband damals entstanden? Also habt ihr den selber gedruckt oder ist der auch bei einem Verlag irgendwie entstanden? War es ein Kickstarter oder Crowdfunding-Projekt? Haben die damals mit der Band gemacht, dieses Crowdfunding auch, ja. Hätte ich jetzt völlig vergessen, weiß gar nicht mehr. Aber wir haben es selber drucken lassen, dann, aber es gab ein Crowdfunding, ja genau. Da habe ich nämlich auch schon irgendwelche Leute reingezeichnet, die halt irgendwie so Packages gekauft haben und so. Und es gab ja noch einen Prequel zum Punch damals. Genau, ne? Das haben wir dann komplett einfach so ohne CD, einfach weil der Andi, also hier, schöne Grüße an den Andi Kuhn, der Schlagzeuger von Apron, mit dem mache ich die Comics immer. Ich glaube, alle heißen Andi, oder? Ja, super. Ah, den schreibt mit Y. Ah. Ja, auf jeden Fall. Auch zum Abgang. Ja. Machen wir jetzt seit 2014, glaube ich, zusammen halt immer Comics. Also es war halt eben, wie gesagt, der Punch. Punch beginnt, das Prequel, dann auf dem Ponyhof und jetzt Bountylus. Gar nicht so viel, ich dachte eigentlich mehr. Das war's schon. Ist einiges. Es gibt doch auch noch hier ein Spin-off. Was hat's damit denn auf sich? Ja, das ist dieses auf dem Ponyhof Buch. Das ist ja kein klassischer Comic, das ist eher ein Kurzgeschichtenbuch mit Illustrationen. Und das war halt eben auch zu der CD auf dem Ponyhof von Apron. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber da waren irgendwie zu viel Text, da konnten wir keinen Comic machen. Außer es ist ein bisschen, ist schon sehr, wie sagt man, konfus teilweise ein bisschen und ein bisschen abgefahren. Da glaube ich, wenn das ein Comic gewesen wäre, wären es wahrscheinlich 500 Seiten geworden oder so. Kommt 2022. Nee, haben wir vorher schon gesprochen. Ich mag das nicht, alte Projekte nochmal zu überarbeiten. Wir wollten nämlich den Punch eigentlich auch nochmal bei Kult eventuell rausbringen. Prequel und Punch zusammen. Hat mich der Andi auch schon gefragt, ob ich das nicht nochmal überarbeiten will, aber keine Chance. Aber müsstest du den überarbeiten? Ist der nicht perfekt so, wie er ist, um bei Kult rausgebracht zu werden? Ist er doch ein in sich geschlossen gutes Buch? Ja, ich selber kann es mir nicht mehr anschauen, weil das war halt mein Erstlingswerk sozusagen. Das war ja noch mit Bleistift gezeichnet und dann koloriert. Ja, aber du hast dich doch auch nicht merklich weiterentwickelt. Wann war das denn? Welches Jahr? 2014. Ach, das war da der Start auch von. Hast du davor schon was gezeichnet gehabt? Ich habe schon mal was gezeichnet, ja, aber kein Comic. Gut. Nee, das war eigentlich ganz witzig, weil irgendwie war das ja nie mein Plan. Also ich habe, glaube ich, in 2010 oder so erst angefangen, wieder Comics zu lesen. Ja. Und die dann habe ich halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich da gezeichnet habe. Was hast du da gelesen 2010? Ja, ich glaube, ich habe da mal mit Walking Dead wieder angefangen. Also dann war ich mal in Kanada mit der alten Band, haben wir eine Tour in Kanada gespielt. Yeah. Und dann bin ich mal irgendwie, weil mir langweilig war, in so einen Comicladen gegangen, da habe ich mir Walking Dead, Hush, also Batman Hush, wo wir auch schon drüber geredet haben. Und ich glaube noch einen Spawn-Comic oder so. Und dann ging es wieder los. Und dann habe ich relativ schnell als Inspiration fürs Studium auch, habe ich mir immer Dave McKean Comics geholt, weil da kannst du ja Layout und typografiemäßig kannst du immer was abschauen für die Projekte. Dann. Sieht man deinen Projekten tatsächlich nicht an. Was man denen aber durchaus ansieht, ist, dass du einen sehr individuellen eigenen Strich hast. Ich würde auch sagen, du hast ja nun auch vor nicht allzu langer Zeit bei Facebook einen Fanbrief veröffentlicht, dass ja jemand irgendwie auch so nach deinem Stil gesucht hat. Und das, finde ich, ist auch so. Also ich finde, du kannst das, was du machst, ich will nicht sagen, dass sich das von anderen abhebt, aber es lässt sich definitiv dir zuschreiben. Und das finde ich etwas ganz, ganz Besonderes. Das freut mich sehr, weil ich habe anfangs auch sehr, sehr damit gekämpft, weil ich habe halt eben Dave McKean, Greg Ruth, falls du euch jemand sagt, irgendwie, das ist ein geiler Typ, das ist eigentlich mein Lieblingscomic-Zeichner und so, aber das kann ich halt nicht. Deswegen, ich wollte eigentlich immer anders zeichnen, als ich dann eigentlich gemacht habe. Und beim Punch jetzt, wie gesagt, da haben wir zusammen so den Stil so ein bisschen entwickelt. Das war überhaupt nicht mein Stil. Ich habe den dann mehr oder weniger adaptiert und den habe ich jetzt halt weiterentwickelt so. Und jetzt kann ich damit leben, obwohl ich zum Beispiel keine Comics lese, die so aussehen. Also ich bin Fan von ganz anderen Sachen.
ganz strange. Aber es freut mich natürlich, wenn man es erkennt und wenn es jetzt einigermaßen sich so ein bisschen gefestigt hat. Ich versuche ja auch hier für den Telestammtisch, diese Filmpodcast, zu den Filmen immer so kleine Illustrationen zu machen. Und dann eben, da habe ich dann erst angefangen, außerhalb vom Comic mal mit meinem Stil überhaupt irgendwas zu zeichnen. Weil davor habe ich immer, wenn ich für mich was gezeichnet habe, komplett anders versucht zu zeichnen, weil ich bin überhaupt kein Fan von meinem eigenen Stil irgendwie. Das ist großartig. Im Fall zu Loronas Fluch zum Beispiel, da war die Zeichnung dann besser als der kritisierte Film. Vielen Dank. Der Film war aber auch richtig scheiße. Das ja, heißt nicht ja. viel. Das stimmt wohl, aber die Zeichnung war trotzdem um einiges besser. Ah, sehr gut. Lebst aber ganz gut damit, dass du es nicht hinkriegst, Dave McKean komplett zu imitieren. Ja, das überlasse ich anderen dann einfach. Ja, also wenn du es drauf geschafft hättest, würdest du hinterher feststellen, scheiße, ich habe überhaupt nichts Eigenes. Wäre ein bisschen schade. Das stimmt natürlich. Und so, wie er gerade gesagt hat, mein Gegenüber sitzt mit Stammstuhl daheim, du hast einen Wiedererkennungswert. Das freut mich auch tatsächlich sehr. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen am Kämpfen, wenn ich irgendwas zeichne. Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand herkommt und sagt, so, ja, zeichne mal, machen wir das und das. Wenn ich das Setting schon höre und dann denke ich mir so, Gott, das kann ich nicht zeichnen, das ist mir viel zu aufwendig. Ich habe zuerst auch gemeint, so, weil der Punch war ja auf dem Jahrmarkt und so und eigentlich in so einem alten Haus. Das war ein relativ kleines Setting irgendwie. Dann das zweite auf diesem Ponyhof, weil je nur Kurzgeschichten mit Einzelbildern irgendwie. Und wo er dann gesagt hat, ja, okay, jetzt waren wir irgendwie auf dem Jahrmarkt, jetzt waren wir irgendwie auf so einer Westernstadt. Jetzt, was logischer Schluss, jetzt geht's in den Weltraum irgendwie. Und dann dachte ich schon so, okay, nee, ich bin raus. Ich habe keinen Bock auf irgendwie Raumschiffe und Raumstationen zu zeichnen. Aber mei, da wächst man an seinen Aufgaben, glaube ich. Ich glaube, wenn man einen eigenen Stil hat, kann man sich da ein bisschen reinflüchten. Das heißt, du zeichnest keine Raumstation, sondern du zeichnest eine Papelitzki-Raumstation. Und das ist ganz einfach, weil es ist einfach mit deinem Stil irgendwas hingekrackelt. Ja, ich muss auch sagen, ich fake mir das schon ziemlich viel hin. Also ich mache auch viel mit Photoshop, weil irgendwie dann, was halt auch so Lichteffekte angeht, wenn du natürlich irgendwie so Jack Kirby siehst oder so, der zeichnet das halt alles. Wenn jemand einen Laserstrahl irgendwie schießt und irgendwelche krassen Sachen. Unkoloriert die da schon. Ja, ich mache da halt einfach mir bei Photoshop mal schnell eine neue Ebene und macht da so einen Lichtstrahl. Ich bin ein bisschen faul, muss ich auch zugeben. Klammer auf, der Herr Schummel, Klammer zu. Ja, total. Aber mei, ich finde es jetzt auch... Das machen alle heute so. Ich will halt auch lieber die Geschichte fertig erzählen, bevor ich mir jetzt irgendwie 3 Wochen an einer Seite abquäle. Ich würde sagen, das sieht der Sascha ebenso. Einfach vorwärts kommen, statt sich in irgendeiner Seite verlieren und dann nach 20 Jahren fast fertig mit der einen Weg Seite. Der Weg ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Das kann ich nicht deutlicher sagen. Das hast du schön gesagt. Marek hat da auch mal einen schönen Satz gesagt. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Irgendwann muss auch mal deine Arbeit beiseite legen. Das hat er aber nur gesagt, aber nicht getan. Ja, der Marek. Das hat er mal gesagt, aber nicht getan. Er hätte auch direkt sagen können, sowas wie Haare wachsen lassen muss man sich. Das hätte er auch sagen können. Also, ja. Was hat der Marek noch gesagt? Dass der Comic bald rauskommt, der an dem Sascha und er gerade arbeiten. Das stimmt, ja. Und seine Mutter hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. An Frau Marek. Mutter Marek. Mama Marek. Wenn das rauskommt, wahrscheinlich einen Monat später. Mama Marek. Wie heißt die Mutter von Marek? Mama Marek. Was? Also das Mikrofon geht theoretisch reihum, praktisch halte ich es aber und ich sitze neben Andi. Andi sitzt neben mir, dann fragen wir da nochmal was zu Bountylust. Was ist denn so der Inhalt von Nullnummer und Heft 1 oder Prequel und Heft 2, wie man es nennt? Ja, das Witzige war also, wie gesagt, die wollten in den Weltraum, es gibt ja diese Band, also Apron und die... Was? Achso, die bereisen eben diese 12 Planeten, wo jeder Song dann einen Planeten irgendwie so ein bisschen umreißt. Und dann hat der Andi gemeint, ja, wir brauchen einen Space Captain, der sie abholt von der Erde und dann fliegen sie da rum. Und dann habe ich aus irgendeiner Laune den Co-Piloten dazu erfunden, weil ich dachte, jetzt allein fliegt keiner den Weltraum. Und er hat gesagt, das wäre ein Tier. Ist das ein Tier? Ja, das ist ein Quadrupus. Ein Quadrupus. Aber es ist kein Haustier, sondern es ist ein, wie nennt man sowas, ein Co-Pilot, anthropomorpher Kumpel. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil es ist halt natürlich eigentlich ein Oktopus, aber ich hatte keinen Bock, auf jedem scheiß Panel 8 Arme zu zeichnen, deswegen hat er nur 4 und deswegen heißt er nicht Oktopus, sondern Quadrupus. Ganz und schlau. Wird auch deswegen, glaube ich, aus seiner Gemeinschaft verstoßen. Richtig, weil dann dann haben wir angefangen, diese Story, die große, für die CD zu machen und das war halt einfach unendlich viel und unendlich lang und dann hatte ich halt irgendwie...
zwischen diesen Meetings mit dem Andi hatte ich halt ein bisschen Zeit und dann habe ich halt so eine Geschichte mir ausgedacht, wie sich dieser Captain Nihil, heißt der Pilot, und der Quattro sich da kennenlernen, weil der Nihil ist so ein bisschen verplanter Typ, fliegt so durch den Weltraum und eines Tages schießt irgendwie, wird dieser Quattro als Baby den vor den Kühler geschossen, weil er eben nur vier Arme hat und vom Oktopus-Planeten verstoßen wird und so. Keine Ahnung, da war ich irgendwie gerade kreativ. Da hast du dich seine angenommen und mit an Bord geholt. Genau. Genau. Und der Nihil hat ja auch noch einen künstlichen Arm. Wird das auch aufgeklärt, warum der so ist, wie er ist? Das wollten wir dann, weil dieses Prequel wollten ja die Kult-Comics-Leute auch nochmal neu auflegen, weil wir haben ja schon vorher gesagt, auf dem Rücken steht ja das B und die 1. Also wenn sich jetzt jemand bei Kult den zweiten Teil, den dritten Teil, vielleicht den vierten, fünften, sechsten Teil holt oder so, dann fehlte der erste. Deswegen wollten die den dann nochmal rausbringen und damit überlegt, ob wir nicht... Ich habe auch schon überlegt, weil ich ja so faul bin, ob man nicht da Gastzeichner dazu holt. Ich weiß zwar nicht, wie das finanziell funktionieren soll, aber dass wir zum Beispiel irgendwelche... Zusatz-Kurzgeschichten machen, eben wie er seinen Arm verloren hat oder so. Oder das ist zum Beispiel, dass er halt, der lügt ja ganz gern und das ist so, wie man es kennt von so Münchhausen. Kapitänen oder so, wie nennt man das? Seemannsgarn. Genau. Der erzählt immer viel Quatsch. Also man sieht es ja auch gleich bei dem Prequel, wo er dann erzählt, wie er den Quattro kennengelernt hat. Da gibt es immer eine Diskrepanz aus dem, was er sagt und was eigentlich passiert. Er sagt, er ist auf einer geheimen Mission unterwegs, weil pennt er einfach in seinem Raumschiff, was man so sieht und so. Und dass er halt mal in eine Kneipe geht und die Geschichte erzählt, wie er seinen Arm verloren hat. Und das sind immer total krasse Heldengeschichten. Und eigentlich ist er halt nur, ist ihm ein Kaugummiautomat draufgefallen oder so. Am Schluss dann. Und da wollte ich irgendwie für das Prequel noch so ein paar Zusatzstories machen mit dem Andi und dann vielleicht zeichnet der Sascha mal. So klingt ja, genau. Doppelfaul. Also die Zeichner, die Fremdzeichner, die sucht die Kurzgeschichten, Illustrine sollen nur zeichnen. Wenn es so käme. Müssen wir mal schauen. Ich fände es halt witzig. Und den Pinsel schwingen. Wenn er zum Beispiel... Hier so ein Porno. Das ist noch nicht ausgereift, die Idee. Aber ich fände es auch cool, wenn es verschiedene Leute erzählen. Weil vielleicht erzählen ja in der Bar verschiedene Leute die Geschichte, wie sie von Neil gehört haben. Ja, das sind natürlich immer andere Stile dann. Das ist ja auch geil. Genau. Auch noch halb vernebelt, also das bessere goldene Handschuh quasi. Unibaba, die Töterin, fällt mir bei der Gelegenheit ein, wo dieselbe Geschichte aus mehreren Blickwinkeln von verschiedenen Personen erzählt wird. Schau dir den Film mal an. Lohnt sich. Unibaba, die Töterinnen. Okay, wird gemacht, wird notiert. Welcher Sekretär soll das notieren? Du hast die Aufnahmen. Ich notiere es auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Gut. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Ganz offen und ehrlich, jetzt raus. Wo kriege ich das denn eigentlich zu kaufen? Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Ich habe mir eine richtig schicke Signierstunde heute hier in Frankfurt. Und ich habe dich auch schon hier am einen oder anderen Ort gesehen, so live. Wo kriege ich das denn das nächste Mal zu kaufen? Dieses Jahr bin ich, glaube ich, nur noch in Wien. Ich habe mir Berlin überlegt irgendwie, aber ich weiß nicht, ob man sich anmelden kann. Keine Ahnung. Was hältst du vom Wiener Schmäh? Ah, ich finde das sehr sympathisch, ehrlich gesagt. ERV, Falco, 80er? Ah, ich bin eher ERV-Fan. Die haben auch Comics in ihren CD-Hüllen reingezeichnet. Ja. Und zwar die Band selbst, also der einer von denen. Thomas Spitzer vielleicht, ne? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, der war es. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, weil es schon so lange her ist. Aber vor dem Projekt ist nach dem Projekt oder umgekehrt, da ist es doch so... Umgekehrt. Ja, genau. Da ist es doch so, dass man da jetzt irgendwie das nächste Ding am Start hat. Sitzt du schon, also du sagtest ja auch, du bist schon bereit oder hast auch schon einiges irgendwie wieder ins Papier gezeichnet oder in die Datei. Wann wird es denn die Bountylos 2 geben? Was dann ja auch nicht das B, nicht das O, sondern das U sein würde, glaube ich, ne? Genau, das U, der zweite Teil von dem Calamari-Kult, der ist halt, wie gesagt, schon ziemlich fertig. Ich glaube, da fehlen noch drei Planeten und das ist der Schluss. Ja, es ist noch ganz schön viel zu tun. Aber als würde Gott von seiner Arbeit erzählen. Oh, drei Planeten und dann kann ich nach Hause. Die Planetenbauer, die ziehen das so strukturiert durch. Ja, und wir hätten eigentlich den Plan, weil ich glaube, im Dezember zum Punchfest, das ist immer so ein Festival, was diese Band ausrichtet in München. Das ist ja cool. Und da kommt die neue CD raus, aber ich glaube, bis dahin schaffen wir es nicht. Und ich glaube, wir haben jetzt auch noch genug vom ersten Teil, die wir noch verkaufen müssen. Deswegen, ich glaube, Erlangen ist ein bisschen spät. Ich würde mal sagen, Anfang nächsten Jahres oder so. Würde jetzt mal ganz grob schauen. Aber ich habe auch schon, warte mal, das ist dann das N. Ja. Im vierten Teil habe ich auch schon mal anskizziert. Da werde ich jetzt, weil da hatte ich ein bisschen Zeit noch irgendwie, das muss ich jetzt mit Andi dann nochmal ein bisschen gegenlesen und so. Und da geht es dann halt ohne die Band ein bisschen weiter, weil da wollen wir dann halt einfach noch mit den zwei Hauptcharakteren ein bisschen Gaudi machen. Und, weil ja noch Leja Legende hier sitzt, der Steffen.
Gordon eventuell auch. Gordon, ich hoffe, du bist dabei. Vier Bier und vier Mitbringer. Genau. Genau, das ist die Zuschauerfrage. Wirst du bei Heldrawien in diesem Jahr auch wieder dabei sein? Na spannend. Klar. Ja. Einer muss auch mehrere Doppelseiten und das Cover zeichnen. Wie viele Seiten hast du 2018 gezeichnet plus Cover? Für Heldrawien? Ja. Eine Doppelseite und das Cover. Oh Mann, ey, das ist Streber, oder? Ja, total. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und ich bin ja auch der Meinung, dass wir mit Papelitzki-Covern so lange fahren sollten, wie wir die Kuh melken können. Also das ist, sieht einfach gut aus. Papelitzki und Kuh, was meinst du damit? Solange ich noch nicht zu teuer bin, gell. Also nie. Heldrawien 98 Cover Papelitzki. Ja, dazu muss man sagen, dass der Andi schon jede Menge gemacht hat in dem Bereich und auch tolle Vorlagen da geliefert hat. Im letzten Heldrawien gibt es eine schöne Doppelseite, ein richtiges Splash-Page über so zwei Seiten. Und das ist schon ziemlich großartig, dann eben gepaart mit dieser mit diesen Covern, die er da irgendwie anlegt. Das ist schon ein großer Wiedererkennungswert. Ich freue mich da auch immer wieder drüber, das zu sehen. Und ja, schön, dass du wieder dabei bist. Sehr schön. Ganz gerührt hier. Ja. Wir haben uns alle lieb. Ja. Frage natürlich noch ganz wichtig. Ne? Du bist ja vor allem aus München das Helle gewöhnt. Jetzt trinkst du hier mal ein anderes Bier. Wie schmeckt dir das Frankfurter Bier? Es ist ja von dem Apostel hier selbst gebraut. Also es wird immer besser. Beim ersten habe ich ein bisschen geschluckt. Also ein bisschen, das ist komisch, das ist ja kein Pilz. Das ist ein würziges, naturtrübes Pilz. Strange, scheiße. Aber jetzt schmeckt es gut. Das dritte, da freue ich mich schon drauf. Freu dich schon mal aufs vierte, das ist dann mit N auf dem Buchrücken. Oder? Oha. Okay. Da hat jemand aufgepasst. Da hat jemand darauf mitgezählt, heimlich. Ja, das war auch ein bisschen überstürzt. Wie gesagt, ich mag halt das auch, wenn ich im Regal so eine Serie stehen habe und ich habe dann aus irgendeiner dummen Idee da halt das B und jetzt auf dem zweiten das O. Das heißt jetzt halt, wir müssen ein neues Stück machen. Das war eigentlich gar nicht der Plan. Das habe ich den Andi auch damit überrascht. Also er wollte eigentlich nur die zwei machen und dann hab ich das beim Layout einfach mal da drauf geklatscht und dann, ja, jetzt hängen wir in der Scheiße. Wie sieht es generell aus, das selbstproduzierte Prequel sozusagen? Der Plan ist, dass es ja auch noch rauskommt. Weißt du schon, wann und wie es beim Kultcomics Verlag erscheinen wird? Nee, überhaupt nicht. Also das ist halt die Frage, weil wir müssen ja nach vorne weiterarbeiten. Deswegen weiß ich noch nicht, deswegen brauche ich ja Gastzeichner, dass die das machen. Nee, keine Ahnung. Puh, weiß ich nicht. Müssen wie wir gesagt, mal schauen. Wir pieren mal ein paar Zeichner ab. Hier sind die ganzen Heldrawien-Zeichner. Und wir haben alle nur eine Seite, das heißt, wir haben sonst noch Zeit. Wir haben noch Kapazitäten frei, weil wir nur eine Heldrawien-Seite haben. Andi, das Konzept irgendwie besprechen. Dann schauen wir mal, was der umsetzen lässt. Ich finde es ja auch cool. Ich bin ja normalerweise auch immer dabei, jetzt irgendwie gerne mal zwei Doppelseiten jetzt auch einfach so zum Spaß zu machen irgendwie. Das ist cool, ja. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt hier den Zinnober, Ralf Singh, diese Dinge, der kann er natürlich dann, was heißt können, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich über seinen Kickstarter, dass du den halt den Leuten auch was zahlst natürlich. Ich meine, keine Ahnung, wie das funktionieren soll bei uns jetzt. Ich zahle dir gerne Geld dafür, dass ich dabei bin. Also so ist es nicht. Okay, du bist schon mal gekauft. Also. Du hast dich gekauft. Wir können es gerne refinanzieren. Das heißt, ihr denkt euch irgendeine Geldsumme aus, die ich als Zeichner bekäme. Und die gebe ich euch, damit ich euch sponsor. Dann steht auf eurem Comic drauf, sponsert bei richelephant.com. Ist doch auch geil. Wir haben schon bestellt. Die Kollegin weiß es hoffentlich noch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe jetzt auch der Dame zugehört. Aber ich auch. Die Kollegin weiß das bestimmt. Gut. Was sagen? Nee. Gut. Aber man externe Sponsoren suchen, die dann das Heft mit Werbung zuklatschen. Meinte ich nicht, aber ist ja auch eine Idee. Nee, gut, aber dafür hat man ja dann, könnte man das mit Kickstarter machen oder sowas. Aber Kickstarter? Im Großen und Ganzen. Die Comic-Cookies fördern jeden Kickstarter. Oh meine Güte, lassen Sie Ihr Gebäck hier nicht stehen. Ja, ja, unbeaufsichtigt. Nee, aber im Großen und Ganzen ist es ja sowieso schön. Wir haben ja in Deutschland eine relativ geringe Zeichner-Community. Also es sind ungefähr genauso viele Zeichner am Start wie Comic-Käufer. Und wie Podcaster. Genau. Und es ist halt so winzig und so klein, dass man sich natürlich auch gerne dann irgendwie hilft und auch das dann wieder einfordert. Also so gesehen, quid pro quo, Clarence. Quid pro quo, Clarice. Clarice? Ja. Ja, aber schauen wir mal. Ist noch nichts geplant, das machen wir dann irgendwann. Jetzt müssen wir erstmal den zweiten Teil rausbringen und so und dann. Und Heldrawien stemmen und so. Gibt genug zu tun. Und allen voran
Patrick muss den zweiten Teil erstmal lesen. Ja. Ah ja, ist so. Genau. Ja. Ja. Ich bin schon gespannt, was ihr dazu sagt. Dann sagt Bescheid. Ja. Bin gespannt. Ich würde eventuell auch noch... ich bin ja momentan damit beschäftigt, auch von anderen Comiczeichnern oder mit anderen Comiczeichnern sozusagen ein Cameo. Alkohol. Ja, während hier die Getränke ausgeteilt werden, erzähle ich einfach mal weiter. Also ich suche momentan so auch nach anderen Comiczeichnern, die bereit wären für so ein Cameo-Netzwerk, weil ich auch jetzt... Stinkefinger-Einhorn. Genau, Stinkefinger-Einhorn habe ich auch jetzt in einem meiner Comics verwurstet. Und dann wenn du Interesse hättest, Andi, dann würde ich dir auch anbieten, dass auch... Quattropus oder so irgendwo auftaucht und vielleicht auch umgekehrt. Wir haben ja eh schon Einhörner bei uns im Comic, da kann schon auch mal ein Stinkefinger-Einhorn bestimmt irgendwo auftauchen. Einhörner. An der Stelle mal kurz schöne Grüße von Timo Schütz. Ich habe ihm mal ein Foto von uns eingeschickt, damit der Chef persönlich auch mal Bescheid weiß. Sag ihm mal, er soll mal ein bisschen hinne machen. Halloween ist bald. Genau, weniger Grüße senden, mehr arbeiten. Generell, Gordon, gibt es eine interessante Gruppe auf Facebook, die nennt sich, das suche ich bestimmt noch mal raus, da geht es um so ein bisschen Fanart. Dass man halt sagt, okay, ich habe hier was, habt ihr Bock dazu Fanart zu machen? Und dann kann man da das in die Gruppe stellen und bekommt vielleicht ein bisschen Fanart und kann das dann noch ein bisschen streuen. Ich habe das für Matt Eagle versucht. Es ging komplett leider in die Hose. Was ein bisschen vielleicht auch daran lag, dass die Gruppe so ein bisschen Manga-affiner ist. Und wenn man jetzt gesagt hätte, ich habe jetzt hier einen, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Ja, genau. Boys Ding. Love. So ein Boys Love Manga. Könnte ich mir vorstellen, dass es interessanter wäre. Aber, also die Gruppe heißt Fanart Support Group. Man kann sich da auch anmelden und kann dann eben was reinstellen. Aber ich glaube tatsächlich, Hauptaugenmerk liegt dann eben im Bereich Manga. Ja, aber ist ein richtiger Punkt, weil seine Figuren haben so ein bisschen so ein Gender-Swatch oder Switch. Swatch. Ich guck da mal auf meine Genders. Das Pilz wehrt sich. So. Fühle ich mich so leise. Hast du dann. Entschuldigung, das wollte ich noch kurz wissen. Hast du in die Gruppe dann mit Igel reingepostet und hast gemeint, hey, hat jemand Bock, den in seinem Stil zu zeichnen? Also? Genau, sowas wie: mach das mal. Hier sind ein paar Sachen. Ich habe ein Character Sheet reingesetzt, ich habe ein paar Bilder reingesetzt. Ich habe gemacht, aber ich kenne die Gruppe nicht. Richtig, richtig. Aber dich hätte ich dann ja auch direkt gefragt. Also so ist es ja nicht. Hast du mich nicht gefragt? Er hat es nicht gemacht. Weil nämlich der Marc Schmitz mich darauf irgendwie hingewiesen hat, dann habe ich das einfach mal gemacht und war recht überrascht, dass ungefähr gar keine Resonanz gekommen ist. Es gab so 2-3 verirrte Seelen, die das mal geliked haben, was ich da gepostet habe. Aber ich meine, vielleicht war es zu wenig Manga. Also hätte ich jetzt irgendwie eine, One Piece Geschichte irgendwie gemacht oder sowas, dann wären die Leute sicherlich eher darauf angesprungen, so eher nicht. Ich kann mich aber auch total irren. Vielleicht war ich auch einfach nur frech, weil ich das gefragt habe. Ich habe aber auch gesagt, ich fanarte natürlich zurück. Das heißt, derjenige, der was für mich macht, bekommt auch was von mir zurück. Ich schulde dir eh noch was, weil ich habe ja damals dann irgendwie auch für den ersten Band so ein paar Fanarts, das ist ja nicht, das waren ja eigentlich Tributes von Leuten, die ich gut finde. Da haben wir dann eben der Sascha. Klaps. Jan Reiser, auch ein großartiger, einer meiner Lieblings-Münchner Comiczeichner oder generell deutschen. Und der Frank Muchal auch noch und der Andi Krebs und so ein paar Leute haben halt eben dann auch mal sich unserem Space-Duo angenommen und in verschiedenen Stilen gezeichnet. Und ich fand das mega geil. Und wo ist das zu sehen? Die sind im Prequel hinten im Bonusteil abgedruckt. In der Normalausgabe? Ja. Anscheinend. Gut. Schon länger her. Ist das Prequel in der Normalausgabe? Keine Ahnung, ich frage nur. Ja, ich bin nur der Fragende. Gab's, weil das war jetzt das nächste. Das Prequel gab es, glaube ich, in sage und schreibe 4 Ausgaben. Also es gab halt die Basic-Ausgabe, das war so ein getackertes DIN A5-Heft. Dann gab es die in so einem US-Comic-Format, so ein Softcover irgendwie. Das war so die Standard gehobenere Ausgabe. Dann gab es halt die Deluxe Hardcover Ausgabe, von denen gab es 50 Stück und dann gab es noch 30 Sketchcover Editions. Hey. Die zweite Version kann man so als Prestige-Ausgabe ungefähr bezeichnen.
Also die über Kickstarter, nicht die A5 getackerte, sondern die zweite. Genau, die hieß dann, glaube ich, sogar schon irgendwie Special Edition, obwohl das war eigentlich das Standardheft. Weil die Basic-Ausgabe war halt so ein billiger Wegwerfschinken. Ich glaube, die gab es damals noch bei Wir machen Druck sogar umsonst. Ja, das haben sie jetzt, wegen mir haben sie es wahrscheinlich jetzt eingeführt, dass sie auf jede Seite so einen Musterstempel machen. Das haben sie nämlich damals nicht gemacht. Wieso gab es das umsonst? Haben die es kostenlos gedruckt? Da kann man jetzt immer noch kostenlose Broschüren, also man kann immer nur Einzelstücke, also ich habe jeden Tag halt eins bestellt und dann hatte ich am Schluss ungefähr 50 oder so. Und damals haben sie halt eben noch nicht auf jede Seite so einen Musterstempel gedruckt und mittlerweile machen sie das. Sehr gut. Ja genau, und bei Cool Comics gibt es jetzt halt diesen neuen Teil, diesen 140 Seiten Ding, weil das Prequel hatte glaube ich 40 Seiten oder so und die neue, die gibt es halt bei Cool Comics ausschließlich in einer DIN A4 Hardcover Edition. Da gibt es nur Deluxe. Und es gibt noch eine Deluxe-Version mit anderem Cover. Nenn doch mal die Preise. Das Standardwerk kostet 25 Euro und die Deluxe-Ausgabe 40, glaube ich. Kann man irgendwo ein paar Seiten Test reinlesen? Wo kann das der? Auf My Comics kannst du die lesen und auf der Kult Comics Seite auch. Sehr gut. Aber frag lieber mich einfach auf Facebook an, weil ich finde den Leseausschnitt von My Comics haben sie eigentlich nur die gleichen, die ich auch damals schon hochgeladen habe bei diesem Wettbewerb und so, da gibt es nichts Neues zu sehen. Das ist eigentlich genau das Prequel, was sie da hochgeladen haben. Also von dem neuen Comic gibt es da nichts. Da muss ich eigentlich selber nochmal was hochladen. Ist das in deinem Account hochgeladen? Das haben die von alleine irgendwie. Nee, ich glaube, es hat Kult-Comics hochgeladen. Das war sogar in den Redaktionstipps. Ich bin ja nicht so oft unterwegs und ich kenne die Seite eigentlich gar nicht. Ich habe da nur mal bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Und jetzt habe ich da letztens wieder drauf geschaut und dann, stimmt, die haben eine Mail geschrieben von My Comics. Die haben geschrieben, hey, ist es okay, wenn wir dich in die Redaktionstipps aufnehmen? So, ich habe doch gar nichts hochgeladen. Gefragt. Die haben mich gefragt, ja. Da hast du Nein gesagt. Oder sie haben geschrieben, wir haben es gemacht. Ich weiß genau, so kenne ich das. Ja, so kann es auch gewesen sein. Ich wurde mit allen meinen Comics in die Redaktionstipps aufgenommen, außer mit Matt Eagle. Da nicht. Warum? Da nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das Niveau zu niedrig war. Also so gesehen bist du da in bester Gesellschaft. Jetzt wollte ich gerade sagen, so niveauvoll ist es von uns auch nicht, aber das stimmt einfach nicht. Das ist schon, also ich habe ja schon angesprochen, das ist teilweise auch irgendwie so ziemlich politisch auch irgendwie. Vor allem der Ponyhof, das Ponyhofbuch, da gibt es ja auch dann irgendwie, in den Texten geht es ja auch ganz viel um, ja, habe ich schon gesagt, Sozialkritik und so. Und da taucht ja dann auch so eine Trump-Pinocchio-Puppe auf und so. Und das ist schon alles sehr, deep. Pinocchio, ganz schön politisch. Uiuiui, wer ist Trump? Pinocchio, wie es Falschsprecher gerne sagen. Pinocchio. Wir sollten alle Pinocchio sagen. Mist, wie sagt man jetzt Geppetto falsch? Das heißt ja auch Cappuccino. Ist klar. Cappuccino. Ja. Der Steffen sagt gerade was. Ich halte mal das Mikrofon in Steffens Richtung. Steffen, sag mal was. Andi hat ein Spiel vorbereitet. Sind wir schon so weit? Ja, Steffen möchte es voranbringen. Nee, ich hab ja irgendwie zur Vorbereitung, wollte ich schon sagen. Nee, ich habe in letzter Zeit, weil ich wusste, dass wir uns hier treffen, habe ich mal den Comic-Cookies-Podcast wieder angehört, wo immer der Sascha und der Marek zu Gast waren. Und am Schluss immer so grandios bei Wer bin ich gescheitert sind. Ja, und es war schon grandios, nicht gescheitert. Nein, grandios. Es war schon unterhaltsam. Ich war letzte Woche im Urlaub und da haben wir mal ein schönes Spiel gespielt, das heißt 5-Second-Rule, vielleicht kennen Sie das. Völlig banal, du musst halt einfach irgendwie innerhalb von 5 Sekunden 3 Fragen beantworten. Und klingt langweilig, aber da du 5 Sekunden Zeit hast, kommen da auf die Schnelle immer ziemlich witzige Antworten dabei raus. Und da habe ich jetzt eine Comic-Edition davon vorbereitet. Weil wir hier alle comic-affine Leute am Tisch sind und ich habe mir auch die Mühe gemacht, irgendwie verschiedene Kategorien zu machen. Ich habe es jetzt trotzdem alle gemischt, aber irgendwie eher so Wissensfragen, aber auch so ein bisschen so Gaudi-Fragen, wo vielleicht ein bisschen was Lustiges rauskommen könnte. Wo stehen die Fragen? Wie finden wir die? Ihr müsst euch jetzt ein bisschen unterhalten, dann würde ich mal in meine Tasche greifen. Ach so, okay. Also die Podcast-Zuhörer hören jetzt gerade... Kannst du das ja kommentieren, wie er in die Tasche greift. Ach so, ich wollte ablenken, damit die Podcast-Zuhörer nicht mitkriegen, was er gerade tut. Weil er greift in den Geldkoffer gerade. Er greift in ein entworfenes Spielbrett. Ach, guck mal hier, ein Spielbrett. Ein Spielbrett in Farbe und edel. Matt Eagle ist auch drauf. Nichts verraten, vielleicht ist das die 100.000-Dollar-Frage. Dollar oder Euro? Ich habe einfach das Spielbrett, das andere, das sieht langweilig und kacke aus. Und deswegen habe ich hier noch, hier sind die Fragekärtchen. Ach, das sind ohne abgerundete Ecken. Leider hat es der Drucker irgendwie verkackt und war noch ein weißer Rand dran. Das müsst ihr mir nachsehen. Aber ihr müsst mal, hier Sascha, du kannst ja schon mal ein bisschen ordnen. Soll ich ordnen oder soll ich mischen? Die Kärtchen kommen auf die eigens dafür Platzhalter.
Oh, jo, 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 jo. Gehört das zum Spiel? Sascha, während wir hier noch sauber machen, kannst du schon mal die Ecken abrunden von den Kärtchen. Ein Handeckenabrunder. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Nein, das war nur Spaß, Mann. Ich glaube, das war ganz gut. Also ich glaube, wir haben das Spielprinzip jetzt verstanden. Es wird mit Bier gewürfelt. Genau. Sorry, tut mir leid. So. Das kann man schon noch spielen. Aber wie lese ich jetzt die Augen ab von dem gewürfelten Bier? Das wird gleich umgewendet. Ist das ein Doppelpasch? Nee, Doppel ist ja ein Pasch, oder? Der Handsack. Übrigens gibt es hier bei dieser Gaststätte Bierdeckel, die Sprechblasenform haben. Ja. Das gibt's auch nicht überall. Auch Foto gibt's am Anfang. Also gerne posten. So. Wie viele Leute sind wir denn? Ich habe hier ein paar Figuren. Mal durchzählen. Sieben auf einen Streich. Zwei, vier. Brauchen wir irgendeinen Platzhalter, also irgendeine andere Figur. Sag ich Feuerzeug. Okay, ich glaube, wir können es hier wieder draufziehen. Jetzt wollte ich das gerade mal fotografieren. Was denn das Bier? Ah, das ist die gewellte Edition. Wie heißt das auf Englisch? Die Wave Edition. Ha? Wave? Die Wave Edition. Das ist die Wave Edition. Ja. Das ist die perfekte das ist Welle. Das ist die 5 hier, oder was? Das ist die Rückseite, Mann. 5-Second-Rule. 5-Second-Rule. Der Titel. Es gibt noch, die Riddler-Karte, das ist die mit dem Fragezeichen, da kann man sich selber eine Karte, eine Frage überlegen. Weil das ist mir bei der anderen Edition aufgefallen, dass die Fragen immer sehr langweilig waren und dass wir dann irgendwie relativ spät dann immer angefangen haben, uns einfach selber Fragen zu überlegen. Aber ich hoffe, hier sind ein paar lustige dabei, vielleicht aber auch viele Wissensfragen. Ich habe jetzt zwischendurch nicht Pause gedrückt, weil ich nicht wusste, wo der Pausenknopf ist. Ja. Passt. Wir wissen hier, wo der Pausenclown ist, aber nicht, wo der Pausenknopf ist. So ist es. Wenn da die Batterie aus ist, habe ich auch noch mein Mikro dabei. Also das ist jetzt ja, die Batterie hätte ich dabei. Das ja, ich kann auch aus meinem Herzschrittmacher die Batterie kurz ausleihen. So, Ironman. Bitte? Bist du Ironman? Ja. Nee, wie heißt denn der bei Watchmen? Wer will der Otter sein? Rorschach. Ich bin Otter. Otterman. Greetings, Otter Walkes. Patrick, ich Otterbahn. Ja? Hello from the Otter side. So. Ich möchte bitte gelb sein. Ja, okay. Aber eigentlich würde das Spiel nur funktionieren, wenn es nach Bier riecht, oder? Ziemlich ist das ist lila. Was übrigens? Dann bist du rot. Geil. Und ich nehme das Feuerzeug. Was? Ja, genau. Und die Felder haben jetzt überhaupt keine Bedeutung. Du musst halt einfach nur, wenn du eine. Okay, ich erkläre es mal kurz. Ich habe hier noch diesen geilen Tröten. Du bist Steffen. Aus dem Originalspiel geklaut. Also das sind hier 5 Sekunden. Das Dumme bei dem Ding ist, dass es am Anfang trötet und nicht am Schluss. Also ich stelle eine Frage, mach den hier. Und wenn es unten ist. Die Antwort ist... Wenn es vorbei ist und der Andi nicht 3 richtige gehabt hat, dann muss er ein Mistbällchen trinken. Dann drehst du um, dann ist der Sascha dran. Er darf aber nicht sagen, was du schon gesagt hast. Zur selben Frage? Genau. Was sollen wir sagen? Jetzt musst du noch mal kurz beschreiben. Ich mach mal eine Proberunde. Eine Spiraluhr, eine umgedrehte Spiraluhr. Also hier, keine Palindromuhr? Nenne 3 Comic-Shops, Name und Stadt. X-Tor Books, T3. Vorbei. Pin-Up, Bonn, Comic-Shop, Köln. Ja, das ist ein bisschen viel für 5 Sekunden. Zack Mainz, T3 Frankfurt und... Also 2 kann man schaffen scheinbar. Buchmesse? Comic-Shop. Das ist eine schwierige Frage, ich mach mal eine. Weil blöde Frage. Das ist eine einfache Frage. Name, ja, Name und Stadt war halt ein bisschen viel für die 5 Sekunden. Du wolltest eigentlich noch Landfluss dazu nehmen. Ja, Land und Fluss. Das ist auch zu schwer für die ersten. Was? Oje, oje, oje. Ich versuche jetzt mal eine einfache Frage zu finden. Warte mal. Okay, die ist einfach. Hoffe ich mal. Jetzt aber geht. Ihr versteht ja eh schon, wie es geht wahrscheinlich. Ja. Dann können wir eigentlich auch anfangen. Legen wir los. Wie ist der Reiner? Also ich mache jetzt die Runde und wenn es keiner beantwortet, dann darfst du eins weitergehen. Okay, cool. Ich darf immer eins weitergehen. Naja, wenn er 3 hat, dann geht er weiter, logischerweise. Okay, dann starten wir mal das Spiel. Nenne 3 Superhelden-Teams. Die Justice League, die Teen Titans, Avengers. Damit ist die Frage erledigt, oder? Ganz, genau, dann geht er weiter. Und die nächste Frage. Kommt irgendwo hier hin und jetzt ist der Andi dran. Okay. Andi ist dran. Eben war Andi dran, jetzt ist... Genau. Und wenn er es nicht weiß, geht es weiter, weißt schon. Du liest ja. Air Force, dann drehst du um, ja? Okay. Oh, nee, warte. Nenne 3 bekannte Werbecomics. Lurchi, nee, weiß ich nicht, tatsächlich. Schade. Sind oft ja auch nicht wegen dem Namen bekannt. Dann umdrehen. Achso, es geht ja weiter. Du dürfen ja gar nichts sagen. Kacke. Du, weiter.
Lurchi, Knacks, boah. Lurchi darfst du nicht noch. Achso. Und jetzt darfst du Lurchi und Knacks nicht sagen. My Little Pony. Werbecomics. Das ist doch ein Werbecomic, oder? Warte. Patrick. Lego und Ninjago. Weiter. War nicht schlecht. Ach. Okay, das war's jetzt, oder? Ja. Das genau. Zählt als Werbecomic. Oh je, meine es Ausschweifungen, die fangen ja an, eh die 5 Sekunden rum sind. Oh, ich hab's nicht geschafft. Jetzt musst du dich umdrehen, dann wäre ich nochmal dran. Aber ich hätte auch Knacks, Lurchi und Max und. Nichts, was die anderen schon haben. Ja, ich weiß, deswegen darfst du schon wieder ins Wetter gehen. Okay. Ja, das waren jetzt 2 schwere Fragen. Die eine war leicht, die andere war schwer. Jetzt nicht geschafft, jetzt gar nicht jetzt weiter. Also die 5 Sekunden sind das Problem. Ja, ja. Also ich nehme jetzt einfach so ein Ding. Nenne 3 Videospiele, die auf Comics basieren. Ach, du Scheiße. Das weißt du. Ja, Green Lantern, so. Nee, ist alles vorbei. Oh, da fallen mir doch einige ein. Achtung. Keine Ahnung. Der Patrick macht's. Patrick, du weißt das. The Darkness, Arkham Asylum und... Fuck. Nee, ich dachte, Fuck steht hier nicht. Fuck gilt nicht. Ja, von Fuck hätte es Computerspiel gehen können, aber es stimmt. Also diese, bist, Achtung. Ja, aber die haben wir jetzt schon genannt, was ich ja, auch nennen wollte. Hitman, Witchblade. Ja. Hitman waren echt erst die Comics und dann das Spiel? Ja. Umgekehrt. Nein, echt? Die Comics sind ewig. Da eine Logo früher drin. Das müssen wir später ausdiskutieren, das habe ich. Aber ich habe eh keine Ahnung. Ich habe nämlich auch Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann. Deswegen, so fair war ich. Aber wieso war Hitman, die Comics? Ja, hier muss mal jemand weiter rutschen. Weißt du, dass Hitman das Computerspiel vorher war, oder was? Hast du schon? Andi, davon bin ich immer ausgegangen. Ich kann also, Andi ist noch dran. Hier, Andi. Also das Turtles-Spiel, das Spider-Man-Spiel und das Avengers-Spiel. Also Avengers-Spiel gibt es mir. Also, ich hoffe, das ist klar gewesen. Nein, gut. Ich kann dich sogar betiteln. Waren es innerhalb von 5 Sekunden? Ja. Sehr gut. Ja. Aber ich möchte das ausschalten, ich hätte den ganzen Titel nennen müssen. Aber den Avengers-Spiel bin ich mir nicht sicher. Ist okay. Injustice gab es ja mehrere. Injustice stimmt, ist auch ein geiles Beispiel. Ja. Ja. Geil! Könnt ihr dir jetzt. Du musst es, glaube ich, jetzt dein Biber oder was das war. Dein Biber. Du musst dann auch bist du grün? Das ist auch nicht schwer gewesen. Warum liegt der jetzt so? Wer ist ja also eigentlich was? Du musst jetzt runter oder das? Oder hier? Da sind die erledigt. Wer muss die? 3. Also hier 1, 2, 3. Du musst einfach nur ins Ziel kommen. Achso, ich hab's dir extra nominiert, weil das die Laufrichtung ist. Welcher bin ich jetzt nochmal? Blau. Du bist, glaube ich. Grün, gelb? Comic Community blau. Okay, egal. George. Du warst lila, du warst grün. Genau. Ich bin braun, Otter. Du bist Otter, du bist gelb. Du bist Feuer. Ist egal, von welchem Haufen? Oder? Von welchem Haufen? Ja, nimm. Was kriegst du hin? Nenne 3 Comic-Strips. So. Scheiße, mir. Kevin, ja. Scheiße. Jetzt fallen sie mir ein. Das gilt nicht. Oh, jetzt bin auch noch ich dran. Garfield, Peanuts, Calvin Hobbs. Oh, White Tart. Sehr gut. Du warst der Biber, gell? Ja. Otter. Peter Biber. Der Otter. Wer ist jetzt dran? Mikro? Du musst eine Karte ziehen. Okay. Nenne eingespielte Comic-Autoren-Zeichner-Dus. Tim Sale, Jeff Loeb. Frank Miller und das sind die 5 Sekunden zu kurz. Ja. Was war nochmal die. Was einfach, war noch? Einfach nur die Nachnamen, komm. Und. Ja, aber so schnell bin ich jetzt auch nicht. Da fange ich jetzt gar nicht an. 5 Sekunden sind rum. Brubaker Phillips, Dave McKean, Neil Gaiman, Frank Miller, John Romita Jr. Kann man gelten lassen, glaube ich. Lass mal gelten. Ja, das war gelten. Lass mal gelten. Warum sind wir nicht Stanley und Jack Kirby? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe nicht auch die Zeit, glaube ich, richtig, weil oder? Wenn du zu viel sagst, okay. Ist es halt ein bisschen. Oder? Hat er ihn gelesen? Aber es ist nee, er hat ihn gelesen. Ich habe ihn gelesen, richtig. Ja, du hast schon recht, hauptsächlich gewinne. Ja. Ach, gewinnen soll man auch noch. Ja. Okay. Und ich soll zuerst beantworten. Ach, nenne 3 DC-Schurken. Joker, Poison, Ivy, nein, nein, Bane. Nein, das ist doch nicht. Ach so. Der fragt, lässt die nächste Antwort. Mann, das geht ja auch. Nein, jetzt wird es kompliziert. Oh Mann, Leute. Ist gut. So, also nochmal kurz die Regeln. Der ansagt, darf nicht beantworten zuerst, sondern. Okay. Ja, dann nimm die nächste Antwort. Mach nochmal. Machst du nochmal und fragst mich und ich guck mal, ob ich das jetzt nicht. Tu mal eine Karte. Nenne 3 Comic Captains. Nee, mich fragst du genau. Nenne 3 Comic Captains. Captain Marvel, und Captain Igloo hast du vergessen. Captain Nihil, Captain America, Captain. Fuck. Captain Fuck. Ja, den gibt's noch. Gibt's den?
Doch in der XX-Version. Also, Achtung. Captain Future. Geil. Stopp. Das sagt ja nichts Neues noch. Das muss Neues. Captain Puckwash, das ist der einzige, der mir noch einfällt. Du bist. Captain Berlin, Captain Omo, Captain. Captain Omo? Captain Omo. Welche nennen die schon genannt? Nein. Nein. Ja, du bist doch dran. So, stimmt. Captain Quark, Captain. Ja, es gibt ja auch von den Captains aus Science Fiction Serien Comics. Captain Picard. Ja? Und da gibt es sogar ganz viele Captains. Du bist dran mit Ansagen. Hat es einer gelöst? Hä, da steht doch keine Frage drauf. Gelöst. Das ist die Riddler-Karte. Was war das nochmal? Weil, wenn keiner die Frage beantwortet, darf der erst gefragt. Yeah, gut. Was bedeutet das? Die Regel gibt es im Original, ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Wer ist der Otter hier? I am the Otter. As you can see. I am your Otter. Was heißt? Das wäre die Joker, die Riddler-Frage, dass du deine ausdenken kannst. Aber du kannst auch eine andere nehmen, wenn du jetzt gerade nicht... Komm, sag ausdenken, kriegst du. Er muss beantworten. Das muss er muss auch nicht, das Idee weiß er ja nicht. Oder? Sachen, die ich mir ausdenke. Der Untergang ist vorne, muss er. Ja, drei deutsche Comiczeichner benennen, bitte. Hier ist die, bevor du es ja kriegst. Ich, der Sascha und... Holger Klein. Gut. Ja. Achso, ich hab vergessen. Oh, das wäre schon knapp gewesen. Das war aber auch wirklich so. Oh, die Flying Flut für den Land. Nicht mal sofort Kippenreit. Oh Mann, oh Mann. Gut, aber hast es geschafft. Ja. Aber Sascha hast du ganz schön gezögert danach noch. Oh. Gilt dir. Die war nichts los. Ja, ich will jetzt eigentlich keine mir ausdenken. Ich bin noch nicht kreativ genug. Ah, das ist aber auch nett. Ach Gott, da kannst du die zurück. Hättest du einfach britische Autoren gesagt, ist doch wurscht. Nenne drei Hell-Drawin-Zeichner. Yeah! Den Liga Legende, den Andi Pawlitzki, den Sascha Dörp. Yeah! Bestzeit! Es gibt einen Punkt mehr. Das Schöne ist, dass man nur sagen muss, was man sieht. Ja, aber gut. Er hätte drei Teilnehmer in der Runde. Ich bin auf die nächste Frage gespannt, was da die Antworten sind. Oh, das schaffst du. Schaffst du. Nenne drei Sci-Fi-Comics. Enklave, Star Trek. Ah. Wollen wir es nicht einfach in die Runde krölen? So richtig, dass es wurscht ist, wer vorhin ist. Hier ist eine andere Frage. Eins, zwei, drei. Star Trek, Firefly und... Star Trek hast du schon gesagt? Ja. Serien. Oh, scheiße. Nee, Star Wars. Ach so, ja. Nein, Space Insect. Erst er dran, dann nachrichten, wenn er es nicht schafft. Space Insect. Oh. Das wurde ja auch schon genannt, oder? Ja. Ja. Dann darfst du jetzt mal probieren. Also er ist jetzt dran, ja? Kosmonauts. Warte, jetzt? Ja? Kosmonauts, Star Wars. Noch was? Star Wars habe ich schon gesagt. Also ja. Du selber gesagt. Ach du Scheiße, jetzt war ich gar nicht drauf vorbereitet. Saga. Ich hätte Gedanken machen können. Ja, hätte ich. Aber Leger Legende nutzt nie eine Chance. Merkt euch das. Frag mal fröhlich. Oh Mann, hätte ich nachgedacht. Bountyless. Ja, Science Fiction, ist es? Ja, mir fällt mir ein. Bountyless, Kurzgeschichte Nummer 1. Oh Mann, ich wollte eigentlich auch Enklave sagen. Das war schon weg. Hier werden nur Comics genannt, die Leute auch selbst gezeichnet haben. Eben. Ja, aber der Sascha kommt jetzt so weiter, weil es keiner gelöst hat. Er war doch gar nicht. Also was nein, aber wenn keiner löst, wird ja der Erstgefragte da eins weitergeschickt. Aber der Letzte gefragt ist noch nicht dran gewesen. Aber du hast doch die Frage gestellt. Dann erzähle ich es nicht. Du bist raus. Radius, Power Rangers und die Prometheus-Comics zum Beispiel. Prometheus darfst du sogar zweimal nennen. Es gibt zwei Prometheus-Comics, die Science-Fiction sind. Matrix. Ich weiß nicht, ob ich das hören will, aber nenne drei Comicfiguren, neben denen du gerne im Bett aufwachen würdest. Sag irgendwas. Sag einfach Goofy. Ja, ja klar. Warte. Und? Harley Quinn, Supergirl. Du bist schon mal heterosexuell. Nein. Manchen reichen einfach zwei. Catwoman, Poison Ivy. Ach, was gibt's noch, Power Girl? Ich sag, manchen reichen einfach zwei. Warte. Achso, man darf ja nichts doppelt sagen. Thorn, was fehlt? Was? Buffy. Oh, ja. Ich vergesse immer nachzudenken, wenn ich nicht dran bin. Das geht mir genauso. Garfield. Ja, wenn du welche sagen, ist es nicht. Wenn besser. Du gewinnen willst, sagst du einfach Comicfigur. Also, Katze. Gaston eben. Und Marcel Pilami und ja. Lass uns da mal näher drüber sprechen. Gwen Stacy, Black Cat, She-Hulk.
Gute Wahl. Skihalle. Nicht für den Rücken oder die Wände. Oh, die Gwen Stacy oder Skihalle? Ja, wen meinst du? Ja. Überleg dir mal, wenn der mal so im Bett neben dem Skihalle aufgewacht ist. Deswegen ist ja die Gwen Stacy noch dabei, die guckt das alles. Ja, nicht alle auf einmal. Ich will mich mal hochstellen lassen. Wer war noch? Ich habe jetzt eine Theorie, warum hier mit Bier gewürfelt wird, damit das Spielbrett besoffen wird und die Spieler alle Blödsinn reden. Okay, das glaube ich nicht. So. Das glaube ich nicht. Hier geht es ja um die olympische Teilnahme. Das ist auch nur eine Theorie. Ja, eben. Glaube ich nicht. I'm sorry. Ich hätte gerne nochmal ein Bier, bitte. Ich würde auch noch eins nehmen. So. Bitte? Hell. Ein dunkles diesmal. Oh. Danke. Ich würde noch ein helles nehmen, bitte. Für mich auch nochmal ein helles, bitte. Genau, und für mich auch nochmal ein helles. Das war jetzt keine Frage. Wir haben da alle beantworten können. Achtung, jetzt wird es wieder schwieriger. Ja, hast du schon gelesen? Danke. Ja. Achtung, Gordon. Lenin 3 Comicpreise. Boah, komm. Comicpreise? Ich, ja. Ich weiß was. Ich auch. 2,99 Euro. Die Eisner Awards, die Philips Awards, die Hugo Awards. Sogar innerhalb der Zeit. Ja. Ich hätte gesagt, erster Preis, zweiter Preis, dritter Preis. Schade, ich nicht dran kam. Ich finde es cool. Ich finde es auch cooles Spiel. Mal kurzes Zwischenfazit. Ja. Ja. Es macht Spaß. Sehr gut. Man kann aber auch nicht trinken. Und es fordert einen. Ja. Ja. Gute Idee. Wo kann man das kaufen? Ja, das wird aber in Serie gehen, dann. Aber mit abgerundeten Ecken, oder? Aber schön, 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 die Comic-Edition. Das, ja, das muss sein. Ja. Sehr gut. Ja, gut, wenn ich an den Verlag, der das normale rausbringt, ist das. Ja, ich glaube mal, der Begriff ist geschützt, das kann man anders nennen. Da können wir es ja Comic Time nennen. Six. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich sehr geschmeichelt fühle, hier eine Version von Matt Eagle zu sehen. Also, ja. Schon, Achtung. Ja. Okay, nenne 3 Comic-Doktoren: Dr. Strange, Dr. Who, Dr. Feld. Lass mal Geld. Aber wer ist Dr. Feld? Das ist der, der aussieht wie so ein Ritter. Die Dr. Strange war Justice League. Ja. Wir haben ja diesen lila Helm. Nein, goldener Helm. Ja, goldener Helm. Wie heißt denn der aus Rise and Fall? DC Premium 70 und 71. Was? Kann man sowas rausschneiden? Dr. Ja, nee, weiß nicht, ob der auch. Dr. Mabuse, Dr. Snuggles. Ach, wie heißt diese Justice League? Das weg. Ja. Ich hab's auch nicht 3 auf. Ich hab die Fragen echt einfach so hingeschrieben, obwohl ich sie zu daneben beantworten hätte können. Dr. Strange. Ich meine, die sind die Ritter sagen. Nee, ich schick dir nachher. Ach, nee. Dr. Finde ich ein bisschen. Dr. Doom? Nein, es gibt ja auch. Ja, ist auch ein Doktor. Justice for All oder sowas? Das ist ein Metallica-Album. Das wird eine richtig gute Aufnahme. Den haben sie gestern nicht gespielt. Gab es nicht mal eine Band, die Dr. Doktor hieß? Dann hätte man 2 Doktoren mit einer Band. Gibt es. Dann machen wir dann noch den Musik-Edition. Prometheus meine ich, exakt. Prometheus. Steffen wusste, wen ich meine. Prometheus meine ich. Ach so. Prometheus. Ja, wer ist mit Fragestellen dran? Aber kein Doktor. Wer ist 70, 71 DC, aber kein Doktor. Hat keinen Doktortitel, okay. So wie Patrick, vergiss die Tröte nicht. Ich muss die Tröte bedienen. Ja? Oder ich hab doch nur keine Hände. Mach die Tröte. Der Patrick kennt ja jetzt schon das Vanilleeis. Ich mach die Tröte, komm. Halt du das Mikro dir an dich. Ich kann das Mikro halten. Comic-Festivals oder Comic-Cons in Deutschland? Nenne 3 Comic-Festivals oder Comic-Cons in Deutschland. Comic-Salon Erlangen, Erfurt Park, Stopp. Next. Was hast du denn gesagt? Comic-Con Germany, German Comic-Con, Vienna Comic-Con ist nicht in Deutschland. Fuck. Ja, du bist dran. So, jetzt bist du dran. Konichi, Manga-Park Erfurt, Comic-Park, Scheiße. Comic-Con Scheiße. Ich dies ja auch hin. Ach, auf dem eigenen Stand. Ja, ich kann nur den Comic-Garten Leipzig jetzt hinzufügen. Mehr gibt es, glaube ich, nicht mehr, was wir hier jetzt irgendwie angesprochen haben. Das ist natürlich bitter, wenn die nicht mehr... In Berlin gibt es noch ein Festival und in Hamburg gibt es auch noch was. Kleinere, so Independent-Dinger. In Berlin, jetzt ist es in Berlin. In Berlin. Comic-Börse. ist noch. Ja, keine Ahnung. Ich gerade gesagt, das war da nicht immer die Geldung. Ach, scheiße, haben wir schon alles. Koste, Epicon und. Okay. Ich glaube, das waren die einzigen beiden, die mir einfallen. Ja, da ist der Trassen durch, gell? Ja. Oder? So, ups. Oh, nackiges Mikro. Schnell wieder anziehen. Oh nein, tut mir leid. Sah aber gut aus. Sah aber gut aus. So. Lese ich? Ich lese. Nenne 3 französische Comiczeichner. Goscinny, oder ist das der Schreiber? Fuck you. Ist doch egal. Ach Gott. Das hätte ich doch nicht gelassen. Du bist. Nenne 3 französische Comiczeichnerinnen oder Comiczeichner oder Autoren oder Autorinnen. Hergé, Trondheim,
Wer hat die Regeln gemacht? Ist Hergé französisch, weil er aus Belgien kommt? Oder? Ist eigentlich belgisch. Entschuldigung, dann bin ich falsch geboren. Ich habe das auch vorhin gesagt. Ich habe es einfach mal gesagt. Dann hätte er gut. Achtung, jetzt. Ich hätte es bei dir ja gelten lassen. Jetzt. Ach, am Arsch, ich kann nur Bonhomme sagen und dann ist die Zeit auch vorbei. Bonhomme, Bonhomme. Steffen. Aus Französisch. Oui, 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 bien sûr. Valeria, sag mal. Was? Ich hab den Titel genannt. So. Ach, Jean-Claude Fromage. Jean-Claude Fromage. Sag was. Auf Französisch. Croissant, Pizza. Oui, oui. Oui. Sag drei Französisch. Ja. Oui, oui. Das ist aus. Sag doch jetzt, Franke. Sag doch jetzt, Messier. Sag doch jetzt. Bin ich dran? Franke, ja. Mathieu. Mathieu ist Franzose. Bonjour. Mathieu singt Albert Spatz. Er hat die Frage gestellt. Wie heißt denn Edith Piaf? Oder? Die hat auch sehr schöne Comics gezeigt. Du hast die Frage gestellt, oder? Ja, er darf, ja, du darfst nicht beantworten. Aha, ich darf gar nicht beantworten. Deswegen habe ich nicht. Du Uhren. Du Uhrensohn. Was heißt Sohn auf Französisch? Ja, ich halte es gut. Das macht man ja. Wer ist dran? Ich muss lesen. Ja, liest du, antwortest. Okay, das ist wieder eine Kreativfrage. Nenne drei Bad Gadgets, die du gerne hättest. Bad Gadgets. Yeah. Den Bad Drang, die Bad Höhle und das Bad Mobil. Hey. Batarang. Ach so, ich dachte jetzt eher so neue, aber ist egal, hast du ja recht. Ach, neue? Nee, egal, egal, hast du schon recht. Okay. Hast du schon recht. Ich hab gedacht, wenn dir nichts mehr einfällt, sorry, sagst du noch so die Bettgürtel. Aber ist gelöst. Das mal. Bett im Kornfeld, hätte ich noch gesagt. Bett war echt unkreativ. Na gut. Ist doch okay. Hatte Bett mir auch nicht anders gelöst. Oh, selber was ausdenken. Ja. Nenne drei deutsche Comicverlage. Crosskult, Panini und Carlsen. Ja, okay. Ja. Hey, du bist doch bei drei. Ja, okay, und ich habe keinen genannt, der, bei dem ich bin. Hier, natürlich kann man sagen, das, ist halt irgendwie, das eine ist italienisch und das andere ist irgendwie. Muss nicht hier irgendjemand gehen? Also? Ja, ich gehe jetzt, glaube ich, auf das Bounty-Dos-Feld. Geh doch so. Die Frage ist aber tatsächlich auch in dem Spiel noch verankert. Okay, cool. Sehr kreativ. Ich glaube, ich muss erstmal eine Karte ziehen. Ja. Sie richtig rumdrehen und sagen. Geil, das soll. Nenne drei Comic-Verfilmungen ohne Superhelden. The Boys? Nee, Quatsch. Gone. Ab durch die Hecke? Verdammt. Patrick. Brücke sehen und sterben, A History of Violence und ach, fuck. Ah, du hast doch nicht schon drei? Es waren noch drei, oder? Brücke sehen und sterben ist eins. Ist eins. History of Violence und Road to Perdition. Ja? Hast du zwei oder hast du drei gesagt? Ey, nee, das wollte jetzt nicht sein. Du darfst nicht alles rausplaudern. Jetzt aber. Das gilt jetzt nämlich noch. Asterix, Tamara Drewe. Mal durchlaufen. So, jetzt kannst du nochmal überlegen. Oh, ah, hätte ich bloß. Asterix, Tamara Drewe, Spirou. Ja, Tamara Drewe hat mir heute im Tamara T3. Das drei so schöne Parade. Ich habe auch schon welche ausgedacht. Was ist denn das? Ja? Oh, das ist ein Detektiv. Eigentlich, na, ist klar. Also den Film kannst du dir anschauen. Das ist, glaube ich, auch ein Buch sogar, ursprünglich. Ja, ich kenne nur den Comic und war dann im Kino, weil die Schauspielerin. Stimmt. Ja. Wer ist denn die Schauspielerin? Es gibt schon ein paar, aber die 50 Sekunden. Der Ecki hat gesagt, ja, zumal die lädt ja nicht ein. Olivia Viehweg jetzt ja gerade so was, gar was Deutsches ins Kino gebracht. Das hätten wir nicht. Vielleicht sollten wir es jetzt nochmal nennen. Endzeit. Achtung, schlimm, Achtung, schlimm. Wer ist jetzt dran? Endzeit, ab gestern ich im Kino, an, ich vorgestern. An ganz und toll. Er muss lösen. Echt, war mal da drüben. Dann los, gib mal den. Lies. Nenne drei Vorurteile gegenüber Comiclesern. Sie sind fett, dumm und ungepflegt. Sehr gut. Sehr gut. Das hätte ich würde gerne die Quellen lesen lassen. Das hätte jeder von uns sofort lösen können. Ja, muss halt weiterziehen. Er Lila, muss die gell? Lesen. Lila. Die Lila. Lila. Wer bist du? Lila? Ja, genau, Lila. Captain Lila. So, jetzt liest du Lila. Und er antwortet. Er muss lösen. Gordon liest. Nenne drei Vorurteile gegenüber Comics. Aber nicht viel gemischt. Ist stumpfeste Gewalt, Superhelden und sexistisch. Ist da schon durch. Ja, aber kann man meistens. Würde es das zählen wir noch. Was die Gründe zählen? Ich bin irgendwie auch aus der Seele gerade. Ich bin ja kein Schuss grün, gell? Ja. Ich habe letztens mal einen Comic gelesen, der nicht sexistisch war. Ach, Moment, der ist schon so weit vorne, Freundchen, dann wieder.
Kann nicht sein, dass der Patrick hier gewinnt mit seinem Schummeln. So, jetzt liest du, glaube ich, gell? Genau. Ich habe nochmal ein bisschen nachgedacht. Nenne drei Superhelden mit Tieren im Namen. Tut mir wirklich leid um die Verluste. Ant-Man, Squirrel Girl. Was? Wie war die Frage? Nenne drei Superhelden mit Tieren im Namen. Ach komm. Achtung. Ant-Man, Batman. Stimmt, die sind ja alle, die heißen alle so. Spider-Man, die heißen alle so. Die heißen alle so. Du hast Spider-Man gesagt, dann hast du mir schon einen weggenommen. Nein, ich hab gar nicht dran, du darfst ihn sagen. Und? Du darfst nur seinen nicht sagen. Spider-Man, Black Panther und die Fledermaus, haben wir Batman, Batgirl. Geht, ja. Geschafft, ja. Super. Ist okay. Und ich hab echt mir gerade was ausgedacht wie Lion Man, Tiger Woman. Ich hätte einfach Tiger Woods. Tiger Woods. Ich hätte einfach stumpf Animal Man genannt. Ja, eben. Ja. Animal Man. Ja. Animal Man. Batgirl, Batman, Batwoman. Tiername. Jetzt bin ich dran. Spider-Man, Spider-Girl, Spider-Woman. Attention, please. Nenne drei Comicfiguren, die einen Schnurrbart tragen. Hey! Hey! Doctor Strange, Tony Stark, Adolf Hitler. Stimmt. Adolf Hitler ist eine aktuelle Comicfigur aus einem Comic. Das würde ich zählen. Auch eine frühere Comicfigur. Ja, mehrfach wahrscheinlich. Ja. Captain America. Lass mal zählen. Gut. Lass mal zählen. Aber das wäre eigentlich die Frage für den Gordon gewesen. Mustache-Man. Mit Igel. Schnurrbart. Wo kam der vor? Den gibt's. Was denn? Mustache-Man war irgendwo. Wo kam das denn vor? Ich glaube, ich werde Captain Fuck an Bart lassen. Ich weiß nicht. So. Das ist Alexandros. Ich habe echt nicht gut gemischt. Jetzt kommen nur diese Attribute. Nenne drei Comicfiguren. Patrick, Gordon, nenne drei Comicfiguren mit Glatze. Meister Proper. Der Lex Luthor? Sascha. Professor Charles Xavier. Und damit habe ich ihn für euch alle versaut. Glatzman. Oh. Captain Picard und, fallen mir nicht ein. Tash, Colossus und Charles Xavier's Zwillingbruder. Den gibt's auch. Gibt's den? Wenn er eine Glatze hat, lass ich... Okay. Ja, hatte. Hatte? Gut. Keiner hat Lex Luthor gesagt. Was ist die? Hat jemand Lex Luthor gesagt? Nee. Kingpin. Was? Ich glaube, Comic-Held. Stimmt, ja. Es gibt Inkarnationen. Ich glaube, da stand nur Comic-Figur. Comic-Figur? Nee, der Superheld noch Held, nur Comic-Figur. Also Proper-Held auch. Dann hätte man auch Charlie Brown sagen können eigentlich. Ja. Da hat sie schon. Homer Simpson. Oh. Ja. Nenne drei Comics, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest. Enklave, Ratten und Bountylos. Kann ich dir dagegen sagen, irgendwie, gell? Aber das war echt mega doof. Würde ich auch niemals mit, bis auf Bountylos natürlich, auf die einsame Insel. Ich hätte ehrlich gesagt. Also hast du genug? Ja, ist ja. Dann geht's weiter, Stefan. Moment. Du hast uns angelogen. Ich bin so enttäuscht von dir. Angelost habe ich hier. Angelost. Was hast du hier gelb, gell? Ja. Die Insel 1, die Insel 2, die Insel 3. Und natürlich das Flashpoint-Insel-Universum. Mhm. Also. Na klar. Ja, aber das ist jetzt hier Pipifax. Nenne drei bekannte Comic-Tiere. Was Comic-Tiere? Ja. Garfield, Azrael und... Scheiße. Warum hast du nicht an Entenhausen gedacht? Ja, so, jetzt hier, zurück. Sag was der. RJ, Hammy und Vern. Gut. Ja. Ja. Okay, das sind die drei die drei Protagonisten aus Ab durch die Hecke. Also Comic. Na dann. Ich wusste gar nicht, dass es ein Comic ist. Das ist ein Internet-Comic. Okay. Ich wusste nur, dass es Filme dazu gibt. Das ist wieder was anderes wahrscheinlich, ne? So, bin ich dran. Hey, wir sind zu dem Film. Ach so. Achtung, Gordon. Nenne drei Dinge, die Batman und Robin nach Feierabend in ihre Batcave treiben. Sie spionieren aus, nerven Alfred. Nach Feierabend. Ne? Nach Feierabend genau. Und treiben, ganz wichtig. Achtung. Sie beziehen Alfred in ihre Dreier ein. Ach, fuck. Was? Das sind nur zwei. Ja. Chips naschen, Fernsehen gucken und Ringelpiz ohne anfassen. Gut. Oh. Sehr gut. Wer ist... Ich bin schon voll weit. Der Otter hat mich gerade eingeholt. The Otter is coming. Okay. Es ist Otter Friedfischer. Oh. Beware of the Otter. Du darfst dir selbst was aussuchen. Du darfst selbst eine Frage formulieren und stellen. In wie vielen... Nenne drei Comics, in denen der Protagonist auf die Toilette geht.
Why is the last man, Preacher, Punisher? Yeah! Jessica Jones wäre natürlich auch eine gute Antwort. Das ging keine Beweisen da gesprochen. Doch, ich. Also, es waren Sachen, ich. Ich hätte jetzt auch gesagt, Toiletman 1, 2 und 3. Toiletman? Moment mal, in 3 ist er nicht aufs. Du weißt mir das Gegenteil. Ja, eben. In 3 ist er nicht aufs Klo. Ich will hier mal kurz auf die abgerundeten Ecken hinweisen. Yeah! Eine habe ich geschafft. Sehr gut. Oh, oh, oh. Du bist mit Fragelesen dran. Okay. Oh, und ich bin mit Antwort dran. Nenne 3 Comicfiguren, die unter Wasser leben. Aquaman, Ariel und Fabius. Ja, okay. Jo. Ach, was ging schon los? Was war die Frage? Fabius? 3 von Ariel ist der Fisch. Unter Wasser leben, er hat schon geantwortet. Ach Gott, der Wiesel. Otter. Wieselflink macht doch. Wieselflink macht auch Otter ihren Wieselflink. So, ich frage, du antwortest. Nenne 3 Comic-Cowboys. Lucky Luke, Cowboy Bebop und John Hex. Lass mal durchgehen. Ist Cowboy Bebop ein Cowboy? Ich bin sehr beeindruckt. Sehr beeindruckt. Puh. Ja. Wieso, hey, wann ist eigentlich hier... John Hex ist auch Marvel, oder? Nee, DC. Ach Gott. Ja, okay, sorry. Super Film auf jeden Fall mit der klassischen Charakterdarstellerin Megan Fox. Ja, ja. Ich werde Mails bitte an Andy Pawlitzki. Nenne 3 franco-belgische Comic-Titel. Asterix und Obelix, Lucky Luke und natürlich Tim und Struppi. Ja. Ah ja, gut. Oder? Das waren so 4. Nein, Obelix ist... Asterix und Obelix halt. Haben die noch Solo-Titel? Du warst rot, gell? Nein. Ja. Oh, endlich ist es mit. Boah, du bist auf dem besten Feld. Geil, da will ich jetzt stehen bleiben. Oh Gott. Oh. Ich hätte so gern jetzt ein Bier. Jetzt kannst du dich richtig beliebt machen oder halt richtig in die Scheiße reiten. Oh. Nenne 3 deutsche Comiczeichnerinnen. Olivia Viehweg, die Frau von Olivia Viehweg und die Tochter von Olivia Viehweg. Die Frau von Olivia Viehweg ist keine Comiczeichnerin. Ja, weiter. Steffen. Sarah Burini, Ach, Scheiße. Beim Scheiße? Die kenne ich gar nicht. Oh je, da fragst du mich jetzt was. Bei Frauen, da kennen wir uns überhaupt nicht aus. Ey. Keine Ach, hier. Bei Frauen kennen wir, warum zeigst du auch nicht? Das gilt nicht nur für Comiczeichen. 3, 2, 1. Schlogger, Anna Spieß und... Ja, komm. So, jetzt. Ja, aber es ist nur eine. Ja, aber gut. Es waren 2. Gute Auswahl. Schlogger. Claudia Schmidt, Frauke Berger und Taradius Zeichnerin. Naja, gut, kann man, glaube ich, gelten lassen. Ja, wie hieß die nochmal? Taratara. Taratara Radiac. Ist ja wurscht. Die Radiac-Frau zu. Die hat einen sehr schönen Namen, aber. Ist eben nicht wurscht, aber sie hat einen sehr schönen Namen. Sie hat einen sehr schönen Namen. So. Wer ist dran? Ich habe zwar das am Schluss nicht verstanden, aber. Was meinst du? War gut. Nee, nee. Hier, Mikro dahin. Mikro dahin. Weil die Musik im Hintergrund ist super, sowohl für die GEMA als auch für die... Super, jetzt musst du ganz viel erzählen. Nenne 3 Figuren aus den Spawn-Comics außer Spawn. Aber ist denn die Person mit bürgerlichem Namen Spawn ist erlaubt? Ja, das werden wir später ausdiskutieren. So, auf. Da bin ich nicht besser drin. Sorry. Der Violet, Later, Wanda Simmons und Cygor. Also sehr gut, sehr gut. Wer auch immer. Das ist diese Affe. Also ich hätte Affe. Ja. Aber ich hätte zum Beispiel an Satan und Gott gedacht. Die sind bestimmt auch beide dabei, oder? Nee. Sam und Twitch meinst du? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe beide an den Stehen. Stimmt, Sam und Twitch. Wer ist dann? Ich. Muss vorrutschen. Wer ich bin vorgerutscht. Hier, sag mal, was rutscht ihr hier alle vor? Wer die Frage gelesen? Du hast die Frage gelesen, bin ich dran. Steffen, lies eine Frage. Oh, das mit der Musik ist jetzt echt scheiße, aber gut, okay. Nenne 3 Schauspieler, die bereits Batman verkörpert haben. George Clooney, Du bist. Michael Keaton, Ben Affleck und Adam West. Das gilt noch. Ja, lass mal gelten, weil jetzt kann man es nicht mehr sagen. Also, ja, wer gibt es jetzt auch nicht? Ben Affleck, Christian Bale kann noch nicht. Ja. Und das war es dann eh schon, oder? Wen gibt es noch? Ja, der aus den... Vielleicht hätten wir auch Synchronsprecher bei Zeichentrick gegolten. Ach, schon mal bei diesem Batman-Hasch, der war Jerry O'Connell. Superman, also der hat den da gesprochen im Original. Wer spricht? Erst Ansage. Das ist der, nach dem immer in der Gruppe gefragt wird, ne? Ja. Ach so, ja. Ansage macht der Gordon jetzt. Okay. Nenne 3 Alter Ego-Alliterationen.
Peter Parker, Bruce Wayne, Clark Kent. Ja. Ja, ich glaube, da will einer gewinnen. So. Auf. Ja. Was? Bruce Wayne? Ja. Das ist ja keine Alliteration. Alliteration? Ja, Peter Parker. Ich weiß nicht, Alter Ego? Nee, ist Alter Ego, Alliteration. Alles kommt vor. Alle drei Worte. Also Alliteration ist. Dann hätte ich mich durch Marvel durcherkannt müssen. Bruce Wayne! 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 Der Wuß. Der Wuß wäre also geht's jetzt eigentlich der Blaue. Geht's jetzt weiter? Er ist dran. Also er hat dran. Er sagt Ansage. Komm, wir lassen es durchgehen. Es ist schon spät. Du liest vor. Okay. Liest er vor? Ja, nenne drei Superheldinnen, die keine Brüste haben. Nein, kleine. Kleine. Oh Mann. Keine Ahnung. Supergirl mal eine gewisse Zeit. Das ist aber schwierig. Ja. Ich auch so. Da schaue ich nicht so hin. Da weiß ich nicht. Wir schauen mal. Jessica Jones, Kitty Pryde und Dark Phoenix. Ja, passt. Gut. Hat die kleine Brüste. Ja. Was ist klein? Ja, eben. Also es wäre jetzt nicht so diskriminierend, wenn man das falsch und bejaht oder bejaht. So, hallo, nenne drei Comics, die gepasst, oder? Nenne drei Comics, die schwarz-weiß sind. Das sieht aber aus, als würde da schwarz-weiß stehen. Ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Und einen dritten? Ich will raus. Nee, den gibt's nicht. Nenne drei Comics, die schwarz-weiß sind. Nachts im Paradies, Olympia irgendwas und natürlich... Ich glaube, das ist vorbei. Stop. Du darfst deinen eigenen nennen. Nenne drei Comics, die schwarz-weiß sind. Natürlich Arche Noir, Sin City und Peanuts. Sehr gut. Sin City ist das schwarz-weiß oder ist das ein Farbakzent? Ja, das lassen wir uns sehen. Weil was? Peanuts ist ursprünglich immer schwarz-weiß. Sin City? Ja, da gibt es so einen gelben oder roten Akzent. Das war der Yellow Bastard, da ist der gelbe Akzent drin, ja. Aber bei Sin City? Ja, es hat so leichte Farbtupfer. Ja, das passt auf jeden Fall. Nur deine Mutter hat leichte Farbtupfer. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Aber echt. Sascha. Ich hab's heute noch gesehen. Sascha, wenn ich. Deswegen ist er immer so nett zu mir, nachdem du da warst. Was? Gelb. Oh, gleich oh Mann. Das ist jetzt schon wieder passiert. Also. Nix, alles gut. Dein Knüppelchen. Knüppel aus dem Sack. Oh, sorry. Jetzt. Wie lese ich das vor? Nenne, abgesehen von den zwei Hauptfiguren, drei Charaktere aus Asterix. Trubadix, der kleine Hund dann noch. die Römer und die Römer. Was sind die gelten, Steffen? Idefix, Valainix, Majestix. Sehr gut. Oh, oh, endlich mal ein Punkt. Ah, du bist der Bauer. So. Nenne drei Comicfiguren, die ihre Gestalt verändern können. Was ist denn das für ein Scheiß? Obelix, wenn er seinen Bauch reinzieht. Eine fällt mir auf die Schnelle ein. Ja. Layface, Metamorpho und Mann, ich muss es noch, Chamäleon. Lass mal gelten. Ja. Also falls die ersten zwei habe ich jetzt dazugehört, aber das dritte. Was hast du gesagt? Layface, Metamorpho und ja. Gut. Chamäleon. Metamorpho. Das ist gleich dasselbe grün aus. Von den Outsiders. Ah, denkst du hier? Ich meine, so. Ah, da gibt's noch ein paar, aber egal. Wer liest? Du liest? Achso, ich bin dran. Blaue. Mystik. Ja. Achso, die Riddler-Frage. Jetzt muss ich mir eine eigene Frage aussuchen. Genau. Nenne drei Comics von mir, das super. Nö. Nö. Na? Nenne die ersten drei Comics aus dem DC Black Label. Oh. Batman Damned, Batman White Knight und Da kann der zweite ja schon gar nicht mehr gewinnen, oder? Ja. Jetzt ist es eigentlich vorbei. Ja, vorbei. Ja, Sascha, mal noch eine neue. Okay, dann ist es ja gemein. Dann sag ich jetzt mal... Mach doch nicht so gemein. Die neuesten drei aus dem Disziplin. nenne drei Comics aus dem DC Vertigo-Label. Why the Last Man? Aber da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das kann nicht eh passen. Mach du. Sandman, Preacher, Transmetropolitan. Gute Wahl. Was war das erste? Sandman. Ich hab gedacht, mit Swamp Thing, aber ist egal. Akustisch nicht verstanden. Geht auch Swamp Thing gelten lassen. Swamp Thing. Ich hab gedacht, dass er Saft. Wer ist Senfding? Senfding. Ich bin dran. Gordon, Obacht. Nenne. Oh, das ist ja wohl die Höhe. Nenne drei Mangas.
Madoka, Sailor Moon und... Stopp! Fuck! Gibt's aber nicht. Fuck, gibt's nicht. Nenne drei Mangas. Akira, Neon Genesis, Evangelion, fuck. Den Manga-Fuck, wer kennt ihr nicht? Ja, Naruto, Narutaro, One Piece. Hatten wir die schon? Dann Monster. Was? Monster, doch. Monster, ja, doch. Nee, gibt's alles, Monster. Ja, wahrscheinlich gibt's Monster, es ist ja absolut wahrscheinlich. Nein, Monster ist sogar ein Hammer-Manga, muss man sagen. Und Narutaro vom selben Autor. 20th Century Boys, auch von ihm. Ja. Was hat er noch gemacht? Pluto. Geile Sachen, müsst ihr unbedingt lesen. Weiter zum Spiel. Back to the Spiel. nenne drei Superhelden, deren Kostüm die Farbe Gelb enthält. Superhelden. Ein gepisster Green Lantern. Superman hat aber Gelb. Ein gepisster Green Lantern. Green Lantern und Black Adam. Ja, ich weiß nur zwei. Ja. Bin ich? Ja. Superman, Shazam, also der Miss Monster, ja, Marvel. Ja, das war zu sehr ausgeführt. Iron Fist, Batman, Vision. Ja, gut. Kommt der Gelb vor beim Batman? Gut. Na klar, das Emblem. Das ist aufs Kostüm, Mann. Wer war der erste? Ja, stimmt. Iron Fist. Der ist ganz gelb. Der ist komplett gelb. Was? Wer liest? Mich? Yellow, nee. Iron Fist. Who's the reader? You are the reader, oder? Yeah. Oh, ein Anzara. Nenne drei deutsche Comic-Verlage. Kommt mir bekannt vor. Splitter hatten wir schon, ja. Crosscult und Modern Graphics. Das war die Frage nochmal, die du schon gestellt hast. Cool. Ach, die hat sie dir ausgedacht? Ja. Deshalb. Gehst du mal weiter mit deinem Bob-Motor. Nenne drei deutsche Superhelden. Ach so. Trachtman, Captain Berlin, das Chameleon. Ah, das ist natürlich wieder hier. Handspiel. Yeah. Mr. Discrimination ist auch noch ein guter Superheld. So, dann ist das Grüne. Du liest. Guido. Wer ist grün? Da muss jetzt mal ein bisschen rocken hier. Du bist grün? Du bist grün? I'm Green Lantern, ja. Yes. Nenne 3X-Women. Oi. Storm, Dark Phoenix und Mystique. Jawohl. Weil die Namen schon jetzt ein paar Mal... Gute Sache, ja? Ich lese keine Ahnung von X-Men. Keine Ahnung. Du bist... Wer ist rot? So. Ich muss ja Patrick aufholen. Ja, eigentlich muss man hier mal ein bisschen drauf schauen. Da kann man vielleicht irgendwie. Hier, Vision zum Beispiel, gelb. Ah, das sind die Antworten auf dem Brett. Mach mal Abmoderation, ich müsste langsam los. So, hier kommt die Abmoderation. Der Steffen muss langsam los. Deswegen moderiere ich jetzt ab. Warum? Weil der Steffen langsam los muss. Lass uns alle abmoderieren. Sagt uns, sagt alle Tschüss. Ja, vielen Dank für die Einladung oder so. Das sage ich eigentlich meistens. Und Das Spiel gewinnt wahrscheinlich, kannst du noch sagen. Das Spiel gewinnt wahrscheinlich, kann ich noch sagen. Ja, der Patrick hat ziemlich das Rennen gemacht. Der ist weit vorne, gefolgt vom Andi, gefolgt von mir. Dann ist der Otter, das bist du. Jawohl. Ah, ist ein ziemlich spannend. Alles sind Gewinner. Spiel alles sind Gewinner. Und, wer sind denn die zwei letzten? Wer sind Gewinner? Wer sind die zwei letzten Gewinner? Okay, die letzten werden die ersten sein. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ha. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüssi. Hab euch lieb. Gezeichnet euer Holger. War wunderschön. Bis dann. Tschüss. Weltquimmi. Ciao. War cool. Arrivederci. Ciao, ciao, Manu. Weine nicht, wenn ich scheide. Arrivederci. Ciao, ciao, Manu. Von Simpsons. Jawohl, das war's. Tschüss. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, das braten wir euch beim nächsten Mal. Tschö. Wer hat das Bier verschüttet eigentlich? Wer hat das Bier verschüttet? Ach, Manu. War das.
Welt ist schlecht, die Welt ist dunkel, es regnet noch nicht, aber trotzdem fühlen wir uns alle ein bisschen traurig. Wir glauben, die Welt unter der Nase ist extrem wetterfühlig. Vielleicht sind es die Nebelschwaden aus Brasilien, die bis in deine Nase ziehen. Wer weiß. Guten Tag. Hallo, ich bin der Holger. Wer sind Sie? Mein Name ist Tim. Hallo Tim, Ihr Bier stirbt. Ja, das ist fast tot. Ich muss es mal heimlich tauschen oder weiterschieben. Liegt das an den durchaus intensiven oralen Erfahrungen, die Sie mit Ihrem Bier heute Abend gesammelt haben? Ja, auf jeden Fall. Aber da stehen noch so einige andere auf dem Tisch. Mit dem will ich natürlich auch orale Erfahrungen machen. Das ist kein Bier-Roulette, ist es hier nicht. Ach, an der Stelle noch mal erwähnt. Kein Roulette? Nein. Aber wir haben uns auch heute... Das Bier-Roulette war vorhin, heißt das. Ah, ich bin zu spät. Ach so, ich habe jetzt trotzdem mal zu lange. Ein anderes. Also ich möchte erstmal kurz an der Stelle mein Bier zurückhaben, dankeschön. Nur um das hier nochmal... Willkommen beim Spin-Off vom Spin-Off. Hallo, ich bin immer noch der Typ mit dem Ding in der Hand. Wer sind Sie? Patrick, auch einer der Typen von den Typen von Angry Film Fans. Und neben mir sitzt ein hörspielaffiner Mann, der nebenbei auch noch Comics zeichnet und ein Projekt am Start hat, auf das ich sehr gespannt bin. Hallo, wer bist du? Ja, ich bin der Gordon, ich bin der Erfinder von Little Wonder und Space Insects und etlichen anderen Projekten, die ich alle gar nicht mehr überblicke. Und darüber hinaus bin ich auch der mit nicht dem Ding in der Hand. Das ist, sag ich mal, eine respektvolle Erfahrung, die ich an der Stelle gern mit dir teile. Ja, aber abends um die Uhrzeit ist das eine erfreuliche Nachricht, dass mal einer nicht das Ding in der Hand hat. Hat mal einer nicht sein Ding in der Hand? Ich habe ja auch nicht mein Ding, ich habe genau genommen dein Ding in der Hand, ne? Ist aber nicht so groß, das kann man gut in die Hand packen. Das ist doch kein Wettbewerb, Leute. Ist ja kein Vergleich hier. Es ist nicht die Größe des Hammers, sondern wie man ihn nutzt und wie nutzt der Winkel, der Winkel, die Technik und so. Genau, ja. Außerdem hängt es davon ab, wie lange die Leistung der Batterie reicht. Sieht ziemlich fresh aus. Ja. Und ich habe noch eine Ersatzbatterie. Wo schiebst du die rein? Bei dir in den Anus natürlich. Aber es ist spannend, dass dein Ding mit Batterie funktioniert. Ja. Gibt es verschiedene Modi? Selbst wenn ich es einstöpsel, es funktioniert mit Batterie. Das habe ich auch schon festgestellt. Ihr wolltet über ein Thema sprechen, das mir noch total neu ist, weil ich war da noch nie, wo ihr wart. Ihr wolltet über absurde Kinoerlebnisse sprechen. Ja. Was ist denn das ekligste, unangenehmste Kino in der Region, das ihr kennt? Oder soll ich? Ich glaube, du hast das Highlight, deswegen das Beste kommt zum Schluss. Ja, aber bei mir war das ekligste Erlebnis nicht unbedingt das unangenehmste, weil der eine Moment, wo er Stephen Kings Der Nebel, der einen Typ von der Hure quasi einen Blowjob bekommen hat, da musste ich einfach einmal nur heftigst lachen und beide haben sich verpisst. Und bei Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, da habe ich den halben Film nur übelstes Geschwätz, Geschmatze und Rumgepöbel erlebt. Das war nicht mehr schön. Also. Hattest du währenddessen, nochmal kurz zur Prostituierten, das thematisch interessiert mich das irgendwie, auch was in der Hand währenddessen? Ja, meine Cola. Alles klar. Aber wie sieht es bei dir aus? Also bei mir war es, kennt ihr noch den Film G-Force? Ja. Als ich da im Kino war, frag mich jetzt nicht, warum ich da im Kino war, das war ein Familienausflug. Aber red sie ruhig schön. Okay. Jedenfalls, da kam noch eine ganz andere Familie auf die Idee, da ins Kino zu gehen und die Girls sind dann die ganze Zeit durch den Saal gelaufen, haben dann irgendwelche Spinnereien gemacht und ich dachte mir die ganze Zeit, warum klatsche ich die nicht einfach gegen die Wand? Weil du gut erzogen bist und das auch ein Familienfilm ist, deswegen. Erstens und zweitens das und drittens, weil es dort auch Leute gibt, die dafür bezahlt werden. An die Wand Kinder zu klatschen? Nee, aber sie zumindest rauszuschmeißen.
Ey, ich war mal bei dem Power Rangers Film, der letzte, der da für Kino lief. Und ich fand ihn echt da gar nicht so scheiße. Klar, er war weit weg von perfekt und es war eigentlich auch kein Power Rangers Film. Und das war eigentlich ein Werbefilm für diese Supermarktkette, wo der Kristall drunter lag. Ne? Man musste erstmal die Filiale abreißen, um ranzukommen. Genau. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass neben mir zwei Jungs saßen, die hatten richtig Spaß. Die waren sowas um die 4, 5, 6, 7, ich kann das nicht so schwierig einschätzen. Und die sind voll abgegangen, weil wenn der eine den anderen boxt, dann haben die halt voll mitgeboxt. Das war eine interaktive Erfahrung für die mit dem Power Rangers Film. Sie waren zu zweit und der Papa saß daneben. Und ich habe mich schon natürlich ein bisschen gestört gefühlt und so. Aber letztlich dachte ich mir, wenn ich den beiden Jungs jetzt blöd komme und denen ihr Filmerlebnis kaputt mache, dann haben wir zwei Power Rangers Fans weniger. Und das wollte ich mir an der Stelle auch sparen. War das bei deinem Filmerlebnis mit den Kids? Die haben das ja irgendwie auch genossen in dem Moment. Oder hat die den Film gar nicht interessiert? Das hat die überhaupt gar nicht interessiert. Ich frage mich gar nicht, warum die überhaupt da hingegangen sind. Die hätten auch ebenso gut weg vom Film bleiben können. Die liefen einfach hin und her und haben herumgebrüllt und ja, aber das Ganze wurde noch getoppt durch einen anderen Film. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wer was das war. Ich glaube, das war ein Science-Fiction-Film und direkt neben mir saß dann irgendwie so ein Paar, der hat, der andere hat ihr die ganze Zeit irgendwie an die Beine gerieben und so und naja, ich meine, kann man ja machen bei einem... Das war bestimmt Transformers und ich sag mal, wie hieß sie da? Megan Fox? Hat ihn vielleicht inspiriert? Das kann durchaus sein, das wär eine Theorie. Alles klar. Warst du das letzte Mal im Kino? Wie eine Aldi-Tür. Oh, das ist eine Weile her. Das ist eine Weile her. Da waren wir zusammen drin. Ja, zusammen. Das war ein letzter Kinofucking scheiß Kinofilm mit mir zusammen. Jo. Das ist voll die traurige Geschichte. Ja, das ist halt traurig. Nee, also ich habe eigentlich keine traurigen Kinoerlebnisse, weil ich mache nach der Werbung immer die Augen zu. Das dauert immer so lange, werde ich müde. Nimm du groß dunklen Raum. Du musst mal viel häufiger zu den fucking scheiß Pressvorführungen gehen, da ist nämlich keine Werbung. Geil, oder? Ja. Ich habe die letzte Pressvorführung leider verpasst. Das war die die Fortsetzung von Olympus Has Fallen. Ich habe ihn gesehen. Und die Meinung gibst du wahrscheinlich später von dir und du hast auch ordentlich gesagt, was du davon hältst. Nee, bei mir war das Ready or Not, der eigentlich auch ziemlich lustig war. Den werden wir uns auf jeden Fall auch für die Specials für das Fantasy Filmfest aufheben, denn da läuft er ja auch. Ja. Ich glaube, ich habe inzwischen eine riesengroße Liste an Filmen, die läuft und ich bin dran. Aber es sieht so aus, es wären es weniger Filme, die wir vorab besprechen können, aber das wird einer davon sein. Wir haben ja vielleicht noch das Hellhound Festival, wo auch unser Kumpel Ivan beteiligt ist mit dem Film Blind, den er mitproduziert hat von Marcel Waltz. Wir können mal gespannt sein. Ich darf den Film in ein paar Tagen sehen und vielleicht kommt da noch eine Besprechung zu. Ansonsten frage ich ihn mal, ob man noch ein Skype-Interview machen könnte. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich möchte mit euch mal ein Thema besprechen, das mich immer interessieren würde. Und zwar geht es um die Frage der Notwendigkeit von Filmkritiken. Menschen sprechen über Filme, weil sie der Meinung sind, dass ihre Meinung für irgendwen relevant sein könnte. Gordon, wie sieht denn das bei dir aus? Bockt dich das, wenn irgendwelche Leute über Filme sprechen und ihre Meinung sind, sie müssten ihre Meinung anderen Leuten auf die Nase binden? Jein. Auf der einen Seite sollte man Filme schon irgendwie, man sollte sie schon irgendwie bewerten können. Ja? Auf der anderen Seite sitzen da dann manche so hoch auf ihrem Ross, dass sie meinen, sie müssen, wie du bereits gemeint hast, ihnen ihre eigene Meinung aufzwingen. Und das ist so. Ich meine, kennt ihr zum Beispiel diesen Sat.1-Typen da, der die ganze Zeit dann seine Filmkritiken abgibt? Ich weiß gar nicht mal, wie der Typ heißt, aber... Ich frage mich jetzt vor allem, was du denn erwartest. Also wenn Leute dir ihre Meinung erzählen wollen, ist dir das, warum hörst du überhaupt? Oder andersrum, was für Leute würdest du gerne hören? In welcher Form müssten sie dir Sachen erzählen, damit es für dich interessant wäre? Sie müssen argumentieren. Es ist mir egal, wer das tut. Sie müssen gut argumentieren. Und letztendlich hat das keine Relevanz dafür, ob ich den Film jetzt gucke oder nicht. Ich gucke ihn einfach und bewerte ihn selber. Letztendlich muss man aber auch sagen, es gibt natürlich, wir haben natürlich auch unsere eigene Meinungsfreiheit und so ein Zeug, ja. Und wenn natürlich jetzt keiner irgendwie seinen Senf hinzugibt und sagt, wie der Film ist, dann macht zum Beispiel jetzt, machen jetzt Unternehmen wie Disney sonst was, obwohl das würde auch keinen Unterschied machen. Ich meine,
es gibt die Konsumenten, es gibt die Konsumenten und es ist vollkommen wurscht, wer da was labert. Es hat keine, es hat überhaupt keine Relevanz darüber, wie viele weiterhin diesen Recycling-Mister von sich diesen Recycling-Mister konsumieren. Ich kann nur sagen, Disney und Sony. Und gerade bei Sony hast du es gemerkt, dass die einen Scheiß auf ihre Kinobesucher geben. Also ja, da verzeih ich noch eher Disney, dass die ihren König der Löwen fast 1:1 recyceln. Aber wenn sie bei Spider-Man, der wirklich ein schönes Ende hatte, auf dem sie aufbauen können, und dann sagen, ach nö, nö, nö. Wenn wir mit Disney teilen müssen, dann kriegen wir nur noch die Hälfte. Lass uns den Scheiß nochmal selber drehen. Das fuckt mich dann mehr ab, als wenn es wirklich so ein ideenloses, hingeschissenes Remake ist wie König der Löwen. Vielen Dank. Ist trotzdem absolut das Gegenteil von dem, was ich gerade in meiner Frage erzielen wollte. Ich habe ja ein Ziel. Ich stelle ja nicht einfach nur Fragen und will dann total die Schlauen. Also, worauf will ich hinaus? Filmkritiken. Ne? Wir machen ja Filmkritiken, bla, wir machen Podcast, bla, und wir reden über Filme und wir glauben, wir würden irgendwen damit erreichen, den es interessiert. Aber ich habe immer folgende Feststellung, das beziehe ich jetzt übrigens mal auf den Großteil der Redaktion des Telestammtisch und das beziehe ich jetzt auch mal auf viele, viele andere Kollegen, die vor allem im Internet Sachen besprechen. Das sind Menschen, die gehen ins Kino in einen Film, der ist betont actiongeladen, so sehen die Trailer aus, so sehen die zwei Vorgänger aus. Da ist jetzt nicht zu erwarten, dass die sonderlich komplex in der Story sind, eine besonders krasse Kameraführung und den besten Soundtrack der Welt haben. Und die setzen sich trotzdem in ihre Besprechung und zerreißen den Film. Ich frage mich, ist es zielführend, einen Film zu zerreißen, von dem ich genau weiß, was mich erwartet? Kann ich mich nach einem, keine Ahnung, Superheldenfilm hinstellen und sagen, hier, das war jetzt auch schon alles total absurd, Comic-Quatsch. Das ist einfach nur schön, aber hohl. Kann ich mich nach einem, du hast den Film angesprochen, Angel Has Fallen heißt der dritte Teil der Reihe, hinstellen und sagen, der wäre komplett plump und hätte keine Tiefe? Oder weiß ich das eigentlich vorher, muss solche Filme deswegen unter anderen Blickwinkel betrachten? Aber da kann ich dir mal eine Gegenfrage stellen. Der Trailer sah schon extrem stumpf aus. Haben diese Kritiker dann das komplette Gegenteil erwartet? Schon allein diese beiden Vorgänger, das war jetzt nicht super intelligent, aber wenn du wirklich auf einem stumpfen Level unterwegs warst, war das ganz unterhaltsam, kann man so sagen. Ganz genau sieht es nämlich aus. Kann ich mich jetzt da hinsetzen und sagen, der ist ja aber scheiße. Ah, ich verstehe, also ich will einfach nur mal so, und dann nochmal, weiter vielleicht noch die Frage, das finde ich ganz gut an der Arbeit, die die Antje Wessels zum Beispiel macht. Antje Wessels ist eine inzwischen recht bekannte Filmkritikerin. Die junge Frau macht diverse Sachen im Internet, schreibt unter anderem auch Texte und hat auf diversen Plattformen auch Videos zum Beispiel, die sie da zu Filmen bespricht. Die hat so eine Grundsatzstellungnahme mal auf ihre Seite gepostet, auf der sie schreibt, sie betrachtet das als Filmkritikerin, als professionell als ihre Aufgabe, dem Grunde nach immer positiv über Filme zu sprechen, weil jeder Film auch eine gewisse Zielgruppe bedient. Das versuchen wir beim Telestammtisch zum Beispiel auch, indem wir uns generell Gedanken über eine Zielgruppe machen. Also, ist das ein Aspekt, der eine Rolle spielen sollte? Ja. Also sie sagt so quasi, wenn ihr das Genre nicht liegt, dann sollte sie trotzdem eine uneinvorgenommene Meinung einnehmen. Und wenn der Film dann auf seinem Level für das, was er sein will, versagt, dann kritisiert sie ihn halt trotzdem. Also sie macht das auf eine positive Art. Also ja, ich stimme ihr dazu. Und um den Kollegen Sascha Dörpmer zu zitieren, manchmal senken negative Kritiken auch so deine Meinung, dass das Endprodukt dann letztendlich besser ist. Dazu könnte ich auch noch mal eine Analogie geben zu Spielekritiken. Es gibt ja auch noch Game-Zeitschriften wie die GamePro oder die GameStar, die dann auch mit ihrer Kritik, und das ist eigentlich für die Konsumenten selber, damit und auch eigentlich für die Firmen, damit die, wie der Patrick es schon angesprochen hat, auch die Qualität für die Zukunft ein bisschen steigert. Kennt einer von euch den... wie heißt der Kerl nochmal? Henry Ernst. Henry Ernst war ein Spielredakteur, der leider jetzt schon verstorben ist. Aber er hatte immer diesen schönen, bissigen Zynismus, den er immer eingearbeitet hat. Und letztendlich hat er dazu beigetragen, dass viele Spiele
nicht mal so halbherzig produziert werden, sodass die Konsumenten nicht mehr ihr Geld, ich meine, wir reden hier von 30 bis 60 Euro pro Spiel, für irgendwelche halbherzig programmierten Kackspiele ausgeben müssen. Und dadurch, ich meine, er hat damit quasi die Spielebranche revolutioniert. Durch seine zynistische Art. Zynische Art. Ja, zynische, genau. Und ich meine, er hat das jetzt nicht irgendwie so gemacht, dass die Firmen dadurch zu Schaden kommen per se, sondern es ist so, dass sie seine Kritik angenommen haben und er hat es immer mit einem schönen schwarzen Humor untermalt. Das klingt wie der Typ, der zum Beispiel auch die Filmanalyse macht. Genau, Wolfgang M. Schmidt. Der letztlich durch seine Kritiken immer versucht, natürlich eigene Aspekte, durch politische, vor allem auch eben propagandistische Aspekte irgendwie zu analysieren, aber dessen Filmkritik selbst schon ein gewisses Kunstwerk darstellt. Ist es bei diesem Redakteur selbst so auch gewesen? Ja, kann man so sagen. Also, wer Interesse hat an seinen Spieletests, die er immer abgeliefert hat. Die kann man mittlerweile alle auf YouTube nachschauen. Es ist sozusagen sein Vermächtnis. Und wer sich einen Eindruck von Henry Ernst machen will, der sollte ihn auf YouTube einfach unter Henry Ernst nachschauen und sich seine Spieletests anhören. Ja. Ich kann da halt hinzufügen, es interessiert niemanden, ob die Romcoms oder sonst was nicht liegen. Sondern es interessiert die Leute eher, ob es auf dem handwerklichen Niveau oder auf dem storytechnischen oder auf welchem Niveau es auch immer irgendwie versagt. Weil dann kannst du das gerechtfertigt kritisieren. Wenn du Komödien nicht magst, dann kritisier keine Komödien oder lass das nicht so in deinen Kritiken aus. Das ist dann nicht das Problem von den Zuhörern, weil die interessiert, ob sie auf diesem Level unterhalten werden. Interessant, vielen Dank. Ja. Ich möchte die Frage mal in die Runde werfen. Wie viele Minuten Wartezeit auf den Kellner inklusive Lieferung des Getränks ist eigentlich noch normal? Ich glaube, nach einer halben Stunde kann man gehen, ohne zu bezahlen. Oder wie war das? Nee. Das ist, glaube ich, so ein Gerücht. Das ist ein Gerücht, ja. Urban Legend. Wir sind schon weit über einer halben Stunde. Also das ist eine absolute Katastrophe hier. Ich habe den Laden vorgeschlagen. Tut mir leid. Oh, oh. Ja, wie war das vorher nochmal? Ich soll keine Werbung machen, aber das schlägt ins Gegenteil jetzt um hier gerade. Na, ist aber eine andere Aufnahme, oder? Kommt das nicht selber? Wir wissen nicht genau, wo das erscheint. Also, wir sind hier anonym. Weil irgendwie Filmfans. Unbedingt mal googeln, die findet ihr, die haben schon Millionen Follower. Auf Instagram. Angry Kneipenfans. Angry Kneipenfans. Einmal alles. Ja. Vier Helle? Ja, der will auch noch eins. Also fünf. Ja. Und noch mal vier Mistbällchen, bitte. Wie heißt das jetzt schon wieder? Mistbällchen. 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 Mirabellen in Calvados. Was sind eure Themen hier drüben? Redet ihr gerade über Filme? Es ging gerade auf Metaebene über Filmkritik. Ich habe Kritik am Telestammtisch geäußert. Scheiße. Also, es ist ein cooler Podcast, aber am Telestammtisch. Hast du schon mal gehört? Hast du Kritik am Telestammtisch? Hab ich gemacht. Ich habe folgendes Gefühl, da sind Kollegen dabei, von wem auch immer, die manchmal in Filme gehen, von denen sie vorher schon wissen, was sie erwartet, nämlich dass sie stumpf und actiongeladen sind oder dass sie sehr arzi-fazi sind, sehr absurd, vielleicht Dokumentationen, die ein Thema besprechen, das sie selbst nicht so interessiert, und dann machen sie eine Besprechung, indem sie sagen, dass sie das Thema nicht interessiert oder der Film stumpf ist oder so. Kann ich solche Filme so besprechen mit diesen Erwartungshaltungen denn auch in der Besprechung und entsprechend schlechte Punkte geben? Oder muss ich da eigentlich andere Aspekte an den Tag legen bei der Besprechung? Also ich fand ja immer noch deine Wildpferdekritik ganz großartig, weil dem Film hast du einfach eine Chance eingeräumt, hast es so ein bisschen neutral versucht zu besprechen und dann hast du halt mal richtig losgelegt und dich ausgekotzt. Das fand ich sehr gut. Im Prinzip war er Lulis. Also er hat erstmal so diesen Background aufgezogen und dann hat er es vernichtet, wenn du so willst. Ja, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal versucht. Ich weiß nicht mehr genau wo, bei Silence, glaube ich. Da habe ich ja auch zuerst so ein objektives, habe zusammengefasst, worum es geht und wollte das so ein bisschen neutral besprechen, aber dann ist irgendwann rausgebrochen. Aber ich kann das jetzt nicht von mir behaupten, dass ich einen Film angeschaut habe, wo ich nicht vorher wusste, dass es mich nicht interessiert, weil da würde ich mir nicht anschauen. Weil das ist immer eine große Überraschung. Bei mir zumindest. Ja, ich wollte jetzt gar nicht hier reinsprechen, weil ich habe überhaupt nichts zu sagen, glaube ich.
Aber ich stelle jetzt nämlich vor folgendem Problem. Ich war jetzt in dem Film Angel Has Fallen. Ja. Angel Has Fallen ist der dritte Teil einer Reihe, die sich darum dreht, dass Menschen fallen. Es ist teilweise sehr patriotisch, teilweise sehr actiongeladen und irgendwie muss immer der Präsident und manchmal auch die ganze Welt gerettet werden. Kann ich das jetzt scheiße finden, weil ich das ja vorher eigentlich auch schon weiß? Oder muss ich sagen, coole Action-Szenen, handwerklich toll gemacht, wahnsinnig. Aber, ich glaube, du kannst es ganz gut dann beschreiben, weil ich glaube, du kannst eine gute Zielgruppe festlegen und dann sagen sie, ja, so Leute, die den und den Film gut fanden, die finden den wahrscheinlich auch gut, aber es ist halt hirnloser Schrott. Obwohl, das darfst du eigentlich nicht sagen, weil die Leute, die den hirnlosen Schrott halt gut fanden, die fühlen sich dann angegriffen. Das ist natürlich auch schlecht. Ich möchte die Frage erweitern auf zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere und Hellboy, die ja beide auch gewisse Vorlagen haben oder beziehungsweise Vorgänger haben. Kann ich in diese Filme gehen und sagen, die sind aber nicht so geil wie die Vorlage oder die sind halt nicht so geil wie das, was ich erwartet habe, weil sie mir was anderes bieten und das dann als Negativpunkt in der Kritik anführen? Na, ich finde, die haben wir sehr differenziert besprochen, finde ich. Weil ich hatte bei beiden Filmen eigentlich keine große Erwartungshaltung oder keine... ich bin jetzt bei Hellboy auch nicht so krass der Spezialist wie der Patrick oder so. Also ich habe da mich drauf gefreut und war halt enttäuscht. Und bei Friedhof der Kuscheltiere war ich, glaube ich, auch noch relativ gnädig. Ich fand ihn, glaube ich, sogar ganz gut. Ich war von mir selber überrascht, wie gnädig ich mit Hellboy war, obwohl sie so viel versaut haben. Sollte man jetzt mal eine Rezension über Filmkritiken machen? Nee, es hat halt wirklich Spaß gemacht, diesen Film zu sehen auf einem absurden Level. Es war halt trotzdem ein schlechter Hellboy-Film, aber ein unterhaltsamer Film, auf irgendeine Art und Weise. Ja, und irgendwann musst du ja auch deine Meinung sagen, weil ich fand es zum Beispiel auch sehr schwierig bei Godzilla 2, hier King of the Monsters oder so, weil ich meine, wir waren zu dritt im Kino und wir drei fanden den halt einfach alle total beschissen. Und ich meine, da waren halt drei sehr verschiedene Leute im Kino, also zum Beispiel Eva, die schaut halt wahrscheinlich lieber keine Action und keine Science-Fiction und keine Monsterfilme. Wohl Monster hat sie gemeint, mag sie eigentlich ganz gerne, so Monsterfilme. Aber der Max zum Beispiel auch ganz anderer Background irgendwie. Und, aber ich zum Beispiel fand den ersten ganz cool und ich habe mich gefreut auf so ein Monster-Action-Dings. Aber ich fand ihn trotzdem scheiße. Und alle aus drei verschiedenen Richtungen fanden halt alle scheiße. Und dann hast du danach gelesen, dass es halt Leute gibt, die den halt scheiße finden, so richtig scheiße. Und die anderen haben gesagt so, naja, du brauchst ja kein Arthouse-Kino erwarten. Das war ja dumme Monster-Action, aber mehr sollte man nicht erwarten. Aber es war trotzdem scheiße. Also, und irgendwann musst du ja deine Meinung sagen. Also so neutral konnte ich den halt jetzt nicht so begutachten, weil ich fand ihn echt dumm und scheiße. War das die Frage? Ich habe ich war vom ersten Teil da mehr enttäuscht und ich habe mich beim zweiten Teil auf den dümmsten Mist eingestellt und war selber verwundert, dass mich dann der nächste Godzilla dann einigermaßen unterhalten hat. Der war wirklich strunzdumm, aber hat Spaß gemacht. Weil es einfach, wenn du das mit den alten Godzilla-Filmen vergleichst, das ist auch purer Trash, aber diesmal ist es in Hochglanz produziert und es hat auf die Art Spaß gemacht. Da kann auch Gordon was dazu sagen zum neuen Godzilla. Aber will er das überhaupt? Will ich das? Also ich kann auf jeden Fall, es macht mir nichts aus. Gerade so als nostalgischer Godzilla-Fan war ich ziemlich enttäuscht von so Neuverfilmungen wie Roland, wie den Roland Emmerich Godzilla. Aber ich denke mal, das sind dann immer auch immer wieder so Geschmäcker, wo man sagt, ja okay, das ist jetzt eigentlich eher so eine subjektive Meinung. Ich habe halt meine Gründe, warum ich den Film kacke finde. Ja, aber bei diesen neuesten, bei dem Godzilla 2 King of the Monsters, da war es wirklich so, die haben den so ein bisschen den alten Charme wieder so rübergebracht und den dann halt mit den Elementen der neuen Filmtechnik wirklich so kombiniert, dass etwas herauskam, dass so alte Godzilla-Fans dann wirklich einerseits begeistert und andererseits wieder in der Kindheit schlummern lässt. Ja, so wie sie es mal sehen wollten, also so wie es sich produziert gehört hätte seit 40 Jahren, so war das diesmal von der Optik zumindest inszeniert. Mhm. Wenn ich mich an die Millennium Edition von der Godzilla-Reihe von Toho zurückblicke, die ich übrigens auch als DVD-Box habe, da war es so, da hattest du zwar schon diesen Trash, aber die Technik, die war da nicht so ausgereift. Es hatte zu der Zeit, ja, war's geil, aber mittlerweile, wenn du dir jetzt den neuesten Godzilla-Film ansiehst, ist die Technik überholt.
Und da hast du wirklich diesen Wettbewerbsstreit zwischen Hollywood und dieser Tojo-Produktion. Ich glaube, du hast recht. Vielen Dank. Patrick, als Chef der Angry Film Fans hast du jetzt die Aufgabe der Abmoderation. Viel Erfolg. Boah, das ist eine Mammutaufgabe. Scheiße, ey. Es muss rein in die Aufnahme. Wenn euch das gefallen hat, dann fordert den Dominik mal auf, den Angry Film Fans vs. Disney Cast hochzuladen. Und wenn wir eine entsprechende Community hinter uns haben, dann haben wir noch diverse weitere Themen vor uns, die wir hier noch angerissen haben. Da steht kein Wort, einfach applaudieren. Genau. Hey, wenn euch Angry Film Fans vs. Batman gefallen hat, wir haben noch diverse andere Themen, die wir mit Fans im Hintergrund bestimmt noch realisieren könnten. Also das war erst der Anfang. Wenn es nach mir geht, wie es nach dem Rest ist. Wir wollen mehr? Genau. Was wollt ihr dann? Genau. Das war erst der Anfang, wenn es nach mir geht. Also, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nein, da nicht, das ist ein Kunstwerk, das ist ein Unjust. Tschüss. Danke, tschüssi. Tschüssi.